So, sehr gut. Dann sind wir live mit dem philosophischen Abend. Und ich stelle mich kurz mal vor. Ich bin der Janik Kiefel. Ich komme aus München, studiere Bioinformatik, bin 22 Jahre alt, genau, und moderiere das Ganze hier. Dann fangen wir direkt an mit der Rike. Jawohl, hi, ich bin Friederike Schier, ich bin aus Berlin und Vorstandsvorsitzende von Volt Deutschland, also dem deutschen Chapter von Volt Europa. Ich habe Sozial- und Kulturanthropologie studiert und bin dann irgendwo zwischen einem Praktikum im Auswärtigen Amt und einem Auslandssemester in Dänemark auf den Gedanken gekommen, dass ich mich politisch aktiv einbringen möchte und engagieren möchte und habe dann fantastischerweise Volt gefunden. Gehen wir jetzt schon die Vorstellungsfragen durch? Ja, ich würde sagen, wir Okay, gehen die direkt dann durch. sauber, dann machen wir das doch glatt. Okay, welches kühle Getränk ich mir ausgesucht habe, es ist total unspektakulär und uninteressant. Es ist ein Wasserglas. Der Wahnsinn. Und genau, ich denke, also bin ich für meine Entscheidungen verantwortlich, wäre mein philosophischer Satz. Die Frage, was mir am meisten Angst macht bei der Klimakrise, würde ich beantworten damit, dass es zu einer Unkontrollierbarkeit in eigentlich allen Angelegenheiten führen kann. Das, glaube ich, finde ich am gruseligsten. Und demnach würde ich jetzt die nächste Person von uns bitten, sich vorzustellen. Lola, gerne. Hallo, guten Abend zusammen. Ich bin Lola. Ich studiere Management sozialer Innovationen an der Hochschule München. Also in erster Linie bin ich Studentin und da bin ich jetzt auch seit Oktober in der Studierendenvertretung und vertrete die Studierenden im Senat und bin auch die Vorsitzende des studentischen Parlaments. Genau, das ist so ein bisschen meine Laufbahn, aber sonst bin ich eigentlich ja, Klimaaktivistin durch und durch bei Students for Future auch schon seit ja, einem Jahr dabei. Und ich habe mir heute kein kühles Getränk, sondern ein warmes ausgesucht. Ich habe mir einen Tee mitgebracht, einen Früchtetee. Und ja, sonst zu meinem philosophischen Vollendungssatz ist, ja, ich denke, also handle ich. Genau, also nicht nur, also von den Gedanken auch in die Taten kommen, das finde ich ganz wichtig. Und genau, mir macht am meisten Angst bei der Klimakrise, dass, also dadurch, dass ich ja auch soziale Innovation studiere, dass eben dann soziale Konflikte auch mit entstehen. Also, dass quasi unser friedliches und demokratisches Beisammensein dann total gefährdet ist und auf der Kippe steht. Genau, und ansonsten würde ich dann die Annette bitten, sich weiter vorzustellen. Ich bin die Annette aus einem Dorf bei Jena. Ich bin Physikerin und auch Philosophin und beschäftige mich schon seit über 30 Jahren mit Umweltfragen, schon zu DDR-Zeiten. Und wir haben in einem Freundeskreis schon 1990 so die ersten IPCC-Berichte gelesen und Vorträge darüber gemacht. Und ich war dann vor 2 Jahren, in Jena gibt es auch schon seit längerer Zeit ein Klimanetz, wo wir auf überhaupt keine Resonanz bei Menschen gestoßen sind. Und wir waren dann vor 2 Jahren ganz begeistert, dass durch Greta dann doch einiges losging. Und glücklicherweise kann ich mein Leben gerade auch so einrichten, dass ich bei vielen aktiv sein kann dabei. Da freue ich mich sehr. Ja, für heute habe ich einen schönen Kräutertee, den ich mir heute Mittag gemacht hatte. Der ist jetzt schön kalt geworden. Bei dem Ich denke also, bin ich nicht ganz so tatkräftig. Mir ist irgendwie sofort in den Kopf geschossen, was eigentlich ein bisschen traurig ist, weil ich eben so viel über den Klimaumbruch weiß, bin ich eigentlich ziemlich verzweifelt. Und ich denke, Leute, die nicht sehr über das Leben und über die Dinge nachdenken, sind das eben oft auch nicht. Was mir am meisten Angst macht, ist das, was eben Lola auch sagte. Das ist gar nicht unbedingt jetzt das, was die Natur uns antun wird mit Überschwemmungen und solchen Dingen. Ich glaube auch, dass wir davor ja noch relativ lange einigermaßen verschont sein werden. Aber ich habe schon immer mehr Angst davor gehabt, was es für soziale Verwerfungen geben wird. Und gerade das Jahr 2015 hat uns ja einen Anfang davon gezeigt. Und da habe ich eigentlich am meisten Angst davor. Ja, und jetzt bleibt Kevin mit noch, bitte. Ja, danke schön, Annette.
Genau, ich bin Kevin, 31 Jahre alt, aus Berlin, also sowohl gebürtig als auch jetzt zugeschaltet. Schöne Grüße aus dem Willy-Brandt-Haus. Ich bin noch, das ist jetzt eine der letzten Runden, wo ich das sagen kann, Vorsitzender der Jusos. In sehr, sehr kurzer Zeit bin ich es dann nicht mehr. Etwas länger bin ich dann noch stellvertretender SPD-Vorsitzender. Ich bin seit mittlerweile gut 15 Jahren dann auch parteipolitisch aktiv und kann, glaube ich, gerade auch an meiner eigenen Jugendorganisation in dieser Zeit ganz gut auch ablesen, wie Politisierung junger Menschen immer stärker über das Thema Klima erfolgt. Wir sehen das an unseren eigenen Mitgliedern und das ist für uns auch ein guter Indikator, um immer zu sehen, wo eigentlich öffentliches Interesse hinwandert. Das war auch deutlich vor Fridays for Future oder eben Students for Future tatsächlich schon zu sehen. Ich habe, erstmal um auf die Getränkefrage zu kommen, ich konnte mich zwischen warm und kalt nicht entscheiden. Ich habe mich daher für lauwarmen Kaffee entschieden. Das ist jetzt die gute Mischung zwischen beiden. Ehrlich gesagt steht er einfach schon ein klein bisschen länger. Ich hatte mir für die Frage, ich denke also wie ich den Satz beende, das Gleiche wie Lola zurechtgelegt. Ich denke also handle ich. Ich will es jetzt aber nicht wiederholen, daher habe ich es einfach mal geupgradet und würde sagen, ich denke also verhandle ich. Auch, weil ich glaube, das gehört auch mit dazu, mit Leuten, die vielleicht noch deutlich mehr gedankliche Wegstrecke vor sich haben, bis sie die Notwendigkeiten des Handels verstehen, eben auch in einen Prozess einzutreten, in dem man ihnen auch Dinge abringt und mit ihnen darüber diskutiert, wie jetzt eigentlich auch adäquates Handeln und auch Verantwortung einer so reichen und wohlhabenden Gesellschaft wie unserer gegenüber anderen aussehen kann, die materiell gar nicht in der Lage sind zu handeln, wie wir das tatsächlich auch tun können. Und was mir persönlich am meisten Sorge macht, also mir sind die Dimensionen des Problems, vor dem wir stehen, bekannt. Ich finde es aber immer wichtig oder ich glaube, dass Engagement häufig auch aus einer eigenen Betroffenheit oder einem eigenen Empfinden herauskommt und daher motiviert viele, glaube ich, das, was ihnen am wichtigsten oder am heiligsten ist. Und wenn ich überlege, wo so meine wichtigsten Erfahrungen mit Natur auch sind, ich bin ein sehr begeisterter Wanderer und Bergsteiger, in den Sommern viel in den Alpen unterwegs und daher würde ich ganz persönlich sagen, diese Kulturlandschaft dort nicht mehr in der Form zu haben, wie ich sie genießen und erleben kann, ob wir über Gletscher reden oder über anderes, ist etwas, was mir ganz individuell Sorgen bereitet und was mich auch antreibt, zu sagen, allein dafür lohnt es sich eigentlich schon zu verhindern, dass das alles verschwindet. Sehr gut, das war eine schöne Vorstellungsrunde. Genau, dann fangen wir direkt an mit den ersten paar mit der ersten Frage, und zwar das Thema ist, es geht um unser politisches System. Und die Themenfrage heißt, wenn ihr eines an unserem politischen System verändern könntet, was wäre es? Genau, fangen wir mal an mit der Redeliste. Wer mag denn anfangen? Lola, schieß los. Ja. Ich habe mich jetzt einfach mal vorgeschoben. Genau, ich habe mir schon ein bisschen was überlegt. Und zwar, was mich bisher ziemlich stört, ist teilweise jetzt auch in der Hochschulpolitik, das erfahre ich ja am eigenen Leib, ist teilweise dieses Machtgerangel, also dieses Streiten um wer darf wo mitbestimmen und wer ist jetzt in der Opposition und wer ist an der Macht und einfach nur quasi seine Position zu halten und zu demonstrieren, das finde ich hindert total diesen sachlichen Diskurs, weil genau so ein Thema wie Klimaschutz, das geht eigentlich alle Parteien was an. Und das ist so ein wirklich gesamtgesellschaftliches Problem. Das kann man gar nicht jetzt, da geht es gar nicht mehr so drum, wer ist da jetzt verantwortlich für, das zu lösen, sondern da müssen wir einfach alle ran. Und das sehe ich auch genauso wie einen dringenden Handlungsbedarf jetzt in der Corona-Krise. Da das hatte auch keiner auf dem Parteiprogramm, sondern das ist jetzt halt einfach mal dran. Und da kann man auch nicht sagen, das machen schon irgendwie die Grünen oder die sind da Experten für, sondern da muss man sich einfach dann arrangieren, dass man das auch mit aufgreift. Und das würde ich mir einfach wünschen, mehr themenspezifische Kooperationen einzugehen und zu sehen, einfach, ja, wir sitzen alle im selben Boot, wir sind alle auf einer Erde und die gilt es jetzt eben mal zu beschützen. Ja. Sehr gut. Danke, Lola. Kevin.
Was ich gerne verändern würde, speziell in unserem politischen System, ist, dass wir uns immer so sehr auf sehr lange Zeiträume festlegen, wenn wir Vereinbarungen treffen. Für mich wird das immer erkennbar an so etwas wie Koalitionsverträgen beispielsweise, die auf 4 oder 5 Jahre geschlossen werden, und dann entwickeln sich Dinge, und das merken wir ja im Moment, in immer schnellerer Geschwindigkeit, und wir sind nicht entsprechend reaktionsfähig, weil dann irgendjemand kommt und sagt, hey, wir haben doch hier vor 3 Jahren auf 180 Seiten aufgeschrieben, wie das alles laufen soll, und können das jetzt nicht wieder über den Haufen werfen. Also ich wünschte mir, die Vorfestlegungen auf politische Maßnahmen würden sich auf ein paar wenige wirklich grundlegend strukturelle Dinge beschränken, und ansonsten würden wir uns mehr Flexibilität erhalten, sowohl innerhalb der parlamentarischen Demokratie als auch darüber hinaus. Und da will ich gerne noch einen zweiten Punkt machen. Ich halte schon seit einer ganzen Weile viel von dem, was beispielsweise in Irland erprobt wurde mit diesen Bürgerinnen und Bürgerräten. Das haben die ja dort gezielt eingesetzt, um die Frage des Umgangs mit Schwangerschaftsabbrüchen zu lösen. Im hochkatholischen Irland, eine über Jahrzehnte erbittert zu Streit führende Fragestellung, die am Ende, nachdem man da mal so ein bisschen in die Seele der Bevölkerung über ganz, ganz viele zufällig ausgewählte Konferenzen reingehört hat, gar nicht mehr so kontrovers war, wie das vorher immer dargestellt wurde. Und ich glaube, es wäre hier auch möglich. Ich erlebe ganz viel in der Politik, dass so Pappkameraden aufgestellt werden, dass da Leute das Wort erheben und sagen, die Menschen in meinem Wahlkreis oder wo auch immer tragen das nicht mit oder verstehen das nicht. Und wenn man mit den Menschen tatsächlich mal spricht, anstatt über sie zu reden, sind sie häufig schon 3 Schritte weiter, als andere glauben, dass das der Fall ist. Und ich denke, dass solche Instrumente zumindest einen wichtigen Beitrag leisten könnte, um schneller politisch voranzukommen, als das im Moment der Fall ist, ohne deswegen die parlamentarische Demokratie überwinden zu müssen. Gut, danke. Annette. Ja, mit den Bürgerinnenräten wollte ich eigentlich enden, weil ich mich auch dafür stark machen wollte, mal outside the box zu denken. Das ganze Thema geht jetzt hier um Politik, aber wenn ich mir den runden Tisch hier in Jena ansehe, der nach der Beschlussfassung des Klimanotstandes, der ja durch Fridays for Future und andere in die Aufmerksamkeit gebracht worden ist und dann auch beschlossen worden ist, wenn ich mir das angucke, es gibt überhaupt keinen Durchgriff in die Wirtschaft. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass auch darüber nachgedacht wird, dass in der Wirtschaft demokratisch darüber entschieden werden kann, was produziert wird und wie produziert wird. Denn es gibt auch viele arbeitende Menschen, die eigentlich diesen Müll, den sie den ganzen Tag herstellen müssen, gar nicht produzieren wollen. Oder im Marketing und Vertrieb den Leuten einreden müssen, auf Teufel komm raus, wo sie eigentlich selber sehen, ja, das ist eigentlich nur Müll. Und dahin sollte es meiner Meinung nach stärker gehen. Gut. Rike? Ich fände total wichtig, wenn wir dieses Thema der intensiveren Bürgerbeteiligung oder Bürgerinnenbeteiligung tatsächlich idealer integrieren würden. Also ich würde mich dieser Idee der Bürgerräte auf jeden Fall anschließen und glaube, dass man das Ganze auch auf jeden Fall noch durch wahnsinnig viele digitale kampagnenspezifische, zum Beispiel Petitionsplattformen und dergleichen unterfüttern könnte. Das heißt, ich halte es für wahnsinnig wichtig, dass wir allen Bürgerinnen und Bürgern europaweit mehr Möglichkeit geben, sich politisch einzubringen, zu beteiligen und tatsächlich auch einfach grundsätzlich mehr Schwung ins ganze System reinkriegen. Das heißt, ich halte es auch für wahnsinnig wichtig, dass die Positionen in Parteien wirklich häufig ausgetauscht werden und nicht wahnsinnig lange in irgendwelche Personen auf Positionen verharren. Sehr gut. Lola. Ja, genau, ich wollte auch noch darauf eingehen, dass man das Ganze flexibler und schneller vielleicht auch gestalten müsste, weil ich sehe auch gerade, dass in der Politik sehr viel einfach so auf Pfadabhängigkeit halt beruht, von wegen, ja, das haben wir einmal festgelegt und es bleibt auch dabei, und das finde ich ziemlich starr und ist auch dieser schnelllebigen Zeit wird einfach nicht mehr gerecht. Das heißt, ich würde mir da auch wünschen, dass da einfach öfter Feedbackschleifen drin sind und sich auch eine offenere Fehlerkultur quasi ganz allgemein hat, dass man dann auch mal zugestehen kann, okay, das war jetzt vielleicht damals irgendwie eine richtige Entscheidung, aber heute sehen wir das irgendwie mit einem anderen Blick und deswegen müsste man da nochmal nachjustieren.
Und deswegen fände ich auch so bei der Ausrichtung das ziemlich wichtig, den Erfolg an anderen Dingen zu messen, weil mittlerweile sind ja so die Kennzahlen, man kennt es, auch die Kritik vom BIP einfach schon total lange und trotzdem wird es immer noch hergenommen, um zu sagen, ja, die wirtschaftlichen Faktoren spielen einfach eine größere Rolle. Dabei heißt es noch lange nicht, dass wenn der BIP steigt, dass es uns in der Gesellschaft gut geht, sondern wir müssen einfach mal ja, die Einkommensverteilung mit reinspielen und der Ressourcenverbrauch. Und nur wenn das alles insgesamt immer noch eine positive Bilanz ist, dann kann man irgendwie sagen, wir sind auf einem Weg, der Fortschritt heißt. Ja, unser erster Fishbowl-Gast kommt in 3 Minuten und genau, es geht weiter mit Kevin. Ja, also beim letzten Punkt bin ich total mit dabei. Ich glaube auch, diese ökonomischen Kennziffern und Eckdaten bilden überhaupt nicht mehr das ab, was uns heute auch alles leiten sollte, wenn wir politische Entscheidungen treffen. Das heißt aber, finde ich, im Umkehrschluss auch, ich glaube, es widerspricht dir jetzt auch gar nicht, dass wir dann aber auch vorsichtig sein sollten, nicht in so Aussagen zu verfallen, wie irgendwie jegliches Wachstum ist abzulehnen oder Ähnliches, sondern ich möchte gerne wissen, über welches Wachstum reden wir. Also um es ganz banal zu sagen, in der aktuellen Rechnung, wo Wachstum letztlich umfasst die Produkte, die wir herstellen und handeln und die Dienstleistungen, die angeboten werden, in dieser Rechnung ist das Aufstellen und das Herstellen einer Onshore-Windkraftanlage auch Wachstum im engeren Sinne sozusagen. Und zwar eines, was wir ja ausdrücklich gerne haben wollen und was auch notwendig sein wird. Während anderes, die Herstellung eines SUVs beispielsweise, ein Wachstum ist, was hoffentlich bald nicht mehr in die Statistiken einfließt, weil wir nicht mehr mit solchen Vehikeln unterwegs sein werden. Also da würde ich mir manchmal in der politischen Diskussion ein bisschen mehr Differenz wünschen. An einer Stelle will ich jetzt auch widersprechen. Wir wollen auch ein bisschen streiten sozusagen. Ich glaube, Rieke war es eben, die gesagt hatte, dass auch der Faktor von Personen und dass die nicht so lange auf ihren Plätzen sozusagen verweilen soll, dass das wichtig wäre, um Dynamik reinzubringen. Will jetzt gar nicht grundsätzlich widersprechen, dass Wechsel natürlich zur Demokratie gehört und bei manchen man sich auch wünscht, es würde lieber schneller als langsamer gehen, dass sie weg sind. Das hat aber dann meistens eher was mit der persönlichen Präferenz zu tun und wo man sich so politisch verortet. Ich will aber schon auch eine Lanze brechen und zwar gerade im klimapolitischen Bereich, dass ich nicht weiß, wo wir stehen würden, wenn es nicht ein paar Leute gäbe, die zum Teil über Jahrzehnte hinweg quasi gegen Mauern angeredet haben und erst sehr spät zu der Ehre gekommen sind, dass ihr Thema endlich auch mal ein gesellschaftlich bestimmendes Thema geworden sind, die schon von der Energiewende gesprochen haben, als das noch so ein spinnertes Thema vermeintlich von irgendwelchen häkelnden Grünen gewesen sein sollte und wo die frühzeitig erkannt haben, was eigentlich für eine globale Bedeutung dahinter steht, für Produktion und für Arbeit auch in der Zukunft. Und das sind schon Leute, wo ich mich freue, dass sie das Sitzfleisch mitgebracht haben, nicht nach einer oder zwei Wahlperioden in Parlamenten zu sagen, wisst ihr was, ihr könnt mir alle mal den Buckel runterrutschen, es hört mir ja eh keiner zu, sondern dass die durchgehalten haben. Und ich glaube, da wäre uns Wissen verloren gegangen, wenn irgendein Rotationsprinzip die einfach nach einer Anzahl X an Jahren rausgeschmissen hätte. Also kurzum, es geht um das, was die Leute fordern und wollen und nicht darum, aus meiner Sicht in erster Linie, wie lange sie da tatsächlich schon sitzen. Dann geht's direkt weiter mit der Friederike. Yes, ich kann den Punkt auf jeden Fall absolut nachvollziehen, aber genau dafür gibt es ja Parteien und Fraktionen, in denen man im Idealfall eben einer Richtung folgt. Das heißt, im Idealfall ist ja die Person, die auf einen selbst folgt, im gleichen Mindset unterwegs und hat auch vor, eben zum Beispiel in dem Fall, sich dann fürs Klima einzusetzen. Das heißt, ich gehe auf jeden Fall mit damit, dass ein Rotationsprinzip an der Stelle sicherlich nicht super sinnvoll ist, weil einfach einige ja, Verhandlungen und so weiter eine Kontinuität auch an Personen erfordert. Ich glaube aber, dass es einen Maßstab geben muss, in dem man entweder eben 8 Jahre in der Position hängt oder eben die 30. So, das ist schon noch wirklich ab einem bestimmten Punkt ist man, glaube ich, auch einfach nicht mehr am Zahn der Zeit. Das ist ehrlich gesagt mein Punkt, ja. Gut, dann
um das Ganze für die ganzen Zuschauer und Zuschauerinnen zu erklären. Wir machen eine Fishbowl, das bedeutet, für grob 5 Minuten können Zuschauer von außen reinkommen und an der Diskussion teilnehmen. Genau, und jetzt ist zum Beispiel der Konstantin reingekommen und wenn er will, kann er sich melden und an der Diskussion einfach teilnehmen. Genau. Genau, wenn ihr euch melden wollt, einfach ein Sternchen in den Chat reinschreiben oder einfach hier die Hand hochheben. Gut, ja, Konstantin, dann fang an. Guten Tag, wie schon gesagt, heiße ich Konstantin. Ich bin ein Student aus der Schweiz und ich würde gerade gerne mit einer kleinen Geschichte anfangen, die ich in einem Buch gelesen habe. Es nennt sich Eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari, ein israelischer Allgemeinhistoriker, der auf eine geniale Weise die Menschheit erklärt hat. Und er hat aufgezeigt, wie der Mensch mit Ideologie herumspielt und ist dann darauf eingegangen, dass man, also hat ein Beispiel gegeben, dass in Italien im Mittelalter, ich weiß nicht mehr genau wann, kann auch ein späteres Mittelalter sein, die italienischen Politiker dazu aufgefordert haben, einen Krieg gegen Österreich zu starten. Und dann haben sie unheimlich viele Soldaten in Richtung Österreich versandt und dort wurden sie in ein Tal eingepfercht und alle wurden niedergemäht. Also es war eigentlich ein grauenhafter Genozid. Die Politiker haben aber dann nicht aufgehört, sondern wollten mit der Idee, die sie hatten, einfach weitermachen und haben die nächsten 40.000 Männer losgeschickt. Die sind auch alle gestorben. Und am Ende waren über 600.000 Menschen tot bei einem unnötigen Krieg, der eigentlich gar nichts bewirkt hat. Und da hat er gesagt, dass es viel schwerer ist, für die Politiker einzugestehen, dass sie einen Fehler machen, weil, in dem Beispiel, weil sie dann all den Müttern und den Vätern, deren Kinder oder deren Söhne verstorben sind, erklären müssen, weshalb sie sie in einen unnötigen Krieg reingezwängt haben. Und deshalb habe ich gerade 2 Fragen, die genau auch darauf eingehen. Nämlich, es ist ein bisschen forsch ausgedrückt, aber meiner Meinung nach ist es ein bisschen auch legitim. Ist unser politisches System überhaupt in der Lage, solch große Menschheitsprobleme effizient zu lösen? Und die 2. Frage ist, kann es sein, dass die Staatenideologie mit seinem zusätzlichen Föderalismus uns daran hindert, solche Probleme zu lösen? Kevin? Ich probiere es mal. Wird keine erschöpfende Antwort sein. Ich denke, wir kommen jetzt einfach über diese, wie ich finde, sehr, sehr notwendige Frage in die Diskussion rein, denn die steht ja offensichtlich im Raum. Ich antworte sofort darauf, aber ich will das mit einer Beobachtung unterstreichen. Das ist ja genau das, was wir erlebt haben, als nach dem Aufkommen von Fridays for Future mit einem gewissen zeitlichen Verzug auch eine Bewegung wie Extinction Rebellion auf die Bühne gekommen ist, die mit ähnlichen Forderungen unterwegs ist, aber das Ganze erweitert hat um die Ansage, wenn das politische System, in dem wir uns bewegen, nicht dazu in der Lage ist, das in adäquater Zeit zu bewältigen, was nötig ist, kann es dann überhaupt Teil der Lösung sein oder muss es nicht auch Gegenstand der Diskussion sein? Ich mache mir das nicht zu eigen, aber das belegt ja, diese Frage steht ganz konkret im Raum, ob das miteinander funktioniert. Ich habe jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und wir befinden uns ja sozusagen in einem Menschheitsexperiment. Daher kann ich dir nicht beantworten, ob dieses politische System, mit dem wir zumindest irgendwie in Zentraleuropa und der westlichen Welt arbeiten, ob es am Ende halbwegs adäquat das Problem wird lösen können. Ich bin aber sehr davon überzeugt, dass mir kein anderes politisches System bekannt ist, was ich für besser halte, ohne irrsinnige andere Zivilisationsschäden dabei anzurichten. Und vor allem, wenn das stimmt, und davon gehen wir ja alle aus, dass wir heftigen Zeitdruck in der ganzen Frage des Klimaschutzes haben, dann weiß ich auch gar nicht, wo die Zeit herkommen soll, um jetzt erstmal in einem gesellschaftlichen Stuhlkreis uns zu versammeln, um darüber zu diskutieren, ob wir nicht grundlegend unser politisches System erstmal
vom Kopf auf die Füße stellen wollen. Also bis wir das ausdiskutiert haben, ist schon so viel Zeit verstrichen, dass wir den Zeitpunkt, bis zu dem wir eigentlich eine Dekarbonisierung unseres Zusammenlebens erreicht haben müssen, lange verstrichen ist. Kurzum, ich glaube, es ist ein kategorischer Imperativ eigentlich, dass wir mit dem an System, was wir haben, zu diesen Lösungen tatsächlich auch kommen müssen. Aber dieses System, und da sind wir ja eben am Beispiel der Bürgerinnen und Bürgerräte eingestiegen, ist ja kein statisches System. Es hat ein paar Grundfunktionsweisen, Gleichheit von Bürgerinnen und Bürgern, das Wahlrecht als eines der zentralen Rechte. Aber dieses Modell ist adaptierbar in alle möglichen Richtungen. Du kannst dem ganz viele Komponenten hinzufügen. Du kannst, du weißt das in der Schweiz, direktdemokratische Elemente dort hinzufügen. Du kannst Menschen dazu einladen, sich an solchen Versammlungen zu beteiligen und dort ihre Eingaben beispielsweise zu machen. Du hast x Möglichkeiten, es zu erweitern, um es partizipativer und auch schneller zu machen, als es im Moment der Fall ist. Darüber kann und muss man, finde ich, unbedingt reden. Aber ich würde mich nicht der Illusion hingeben, dass jetzt alles auf den Kopf gestellt werden muss und wir uns jetzt so ein Utopia aufbauen müssen. Ich glaube, dafür sind wir echt ein paar Jahre zu spät dran. Gut. Danke, Kevin. Weiter geht's mit der Anne. Ja, das mit den ein paar Jahre zu spät kann ich genau datieren. Also mindestens ein Vierteljahrhundert. Also ein Vierteljahrhundert hat das jetzige System Zeit gehabt, das, was 1995 gesagt wurde, mit nachhaltiger Entwicklung, pipapo, endlich mal in die Gänge zu bringen. Also da war es noch nicht ganz so dringend, aber damals hätte der Kapitalismus noch gut beweisen können, dass er grün wird. Im Moment habe ich das Problem, dass ich das auch nicht sehe, dass wir auf die Schnelle ein besseres politisches System irgendwie hinkriegen. Ich sehe aber auch, ehrlich gesagt, ich habe vorhin das Wort Verzweiflung genannt, ich bin hier mal offen. Ich glaube auch nicht, dass es dieses politische System hinkriegt, also den Umbau des Produktionssystems hinzukriegen, der eigentlich nötig ist. Und ich beziehe mich da auf die Roadmap für eine Dekarbonisierung vom Peak von 2017. Da wurde gesagt, ja, ab 2017 bis 2020 fangen wir an, uns als Gesellschaft daran zu gewöhnen, dass es nicht mehr immer bergauf geht, sondern dass wir umbauen müssen. Und ab dem Jahr 2020 bis 2030 muss es herkulische, also herkulären Anstrengungen geben, um alles, die gesamte Landwirtschaft völlig umzubauen und auch die gesamte Industrieproduktion so umzubauen, dass nichts mehr hergestellt wird, was Blödsinn ist, weil es kein Mensch braucht, was irgendwie nicht haltbar ist, was nicht reparierbar ist, was nur produziert wird, um Profit zu machen und. Und das müsste jetzt in den nächsten 10 Jahren passieren. Und das sehe ich nicht nur von den parteipolitischen Voraussetzungen her, keine Möglichkeiten, wir erleben es ja auch praktisch. Wir erleben es im Dannenröder Fürst, dass da eben alte Pläne ausgeführt werden, egal ob da eigentlich gesagt werden müsste, dass der Individualverkehr sowieso reduziert werden muss und diese Autobahn gar nicht gebraucht wird. Und was ich aber auch sehe, ist natürlich, dass wir gesamtgesellschaftlich diese Debatten, welche alternativen Lebensweisen wir dann haben könnten, auch noch nicht geführt sind. Also wenn ich nicht mehr Auto fahren kann, dann komme ich hier vom Dorf nicht mehr in die Stadt. Also da müssen wir über Mobilitätskonzepte in einer ganz anderen Weise sprechen, als es üblich ist. Mir wird auch ein Elektroauto nichts nützen. Das kann ich mir nämlich nicht leisten in meiner Lebenszeit. Und wenn ich Rente habe, auch nicht. Dann wird es wirklich, dann weiß ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie ich zu meinen Ärzten dann kommen soll. Und diese sozialen Fragen, die führen natürlich dazu, dass ganz, ganz viele Menschen, auch wenn wir jetzt Bürgerräte machen, erstmal sich ziemlich stemmen werden gegen diesen notwendigen Umbau des Produktionssystems und auch unserer Lebensweisen. Und das sind alles Prozesse, die wir jetzt in Angriff nehmen müssen. Gut, dann haben wir noch die Rike dran. Ich habe mehrere Punkte von verschiedenen Seiten. Also ich glaube auch, das ist auf jeden Fall ein absolut unerschöpfliches Thema. Ich habe mich die letzten 2 Wochen, wir sind ja hier in einer philosophischen Runde, tatsächlich gefragt, ob vielleicht tatsächlich sehr, 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 sehr vielen derzeitigen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern eigentlich absolut bewusst ist, was alles passieren müsste und so weiter, aber sich niemand so weitreichend ermächtigt fühlt, tatsächlich auch wirklich
den entscheidenden Hebel sozusagen oder die entscheidenden Hebel, ich unterliege der Annahme, dass sich ziemlich viele ermächtigt fühlen müssten, in Gang zu setzen und umzulegen, damit sich tatsächlich was ändert. Das heißt, das ist eine der großen Fragen, die ich mir die letzten 2 Wochen gestellt habe. Ein nächster Punkt ist, dass ich glaube, dass die liberale Demokratie, in der wir uns hier befinden, bisher mit Abstand das beste System ist und ich glaube auch als System zur Lösung der Klimakrise dienen kann, wenn wir es eben wirklich beginnen, gestern umzubauen. So, das ist, glaube ich, auch ein Fakt. Was ich super schwierig an dieser liberalen Demokratie finde, ist, dass die Maßstäbe einfach noch nicht gesetzt sind. Das heißt, die Frage, was jedes Individuum in Kauf nehmen sollte, müsste oder könnte, damit wir das gemeinschaftlich wuppen, die Geschichte, ist einfach absolut nicht gelöst. Das heißt, wie viel sind wir bereit, uns selbst als Gesellschaft einfach an Sachen sozusagen, an Konsummomenten, an weiß der Geier was allem wegzunehmen, um das Problem zu lösen. Und ich glaube, die Bandbreite der Möglichkeiten, das zu tun, ist so riesig, dass eben niemand sich so richtig ermächtigt fühlt, da den Maßstab zu setzen. So, ich glaube, das ist eines der größten Probleme an der ganzen Geschichte. Gut. Konstantin, du bist dran und genau, dann rotieren wir die Fischbowl durch, dann Konsti geht dann raus und dann geht's weiter. Genau. Also, was ich dazu sagen möchte, ist, also ganz am Anfang, ich habe nichts Extinction Rebellion habe ich nichts damit zu tun oder sonst irgendeiner extremen Gruppierung. Nicht, dass ich das Gefühl hatte, da reingezwängt zu werden. Aber jetzt allgemein zum politischen System bin ich der Meinung, dass es durchaus optimierbar ist und dass wir dadurch auch sehr, sehr viel mehr erreichen. Weil gerade wie du gerade, Rieke, gesagt hast, es gibt so viele Sachen, die wir lösen müssten. Also ich rede hier nicht nur vom Klimawandel. Es ist ein Riesenproblem, absolut, aber wir haben noch durchaus andere Probleme. Und die werden meiner Meinung nach durchaus lösbar durch ein, also im Umgangssprach würde man sagen, ein neotechnokratisches Demokratiemodell, bei welchem die Gelehrten sehr, sehr viel mehr Macht hätten, in dieser Position wären, Entscheidungen zu fällen in der Regierung. Ich rede nicht vom Parlament, ich rede von der Regierung mit den Ministerien. Und das wäre, also wie soll ich sagen, wir haben so eine unglaubliche Informationsflut als Politiker, das kann der Kevin Kühnert bestimmt auch so sagen, dass man alles irgendwie mit einberechnen muss. Man muss sich irgendwie in allem auskennen und das ist einfach unmöglich als ein einzelner Mensch. Und genau aus dem Grund haben wir eigentlich auch die Gebildeten auf der Welt. Und deshalb wäre meiner Meinung nach so ein technokratisiertes Modell, welches auch durchaus weiterentwickelt ist als das alte Technokratie-Modell, durchaus in der Lage wäre, alles zu lösen, was wir uns vorstellen. Also ja, es ist optimierbar. Aber damit verabschiede ich mich und ja, schau dann eben auf YouTube ein bisschen weiter zu. So, ciao, danke, Konsti. Gut, weiter geht's mit der Lola. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anknüpfen soll. Vielleicht am besten an dem, was Konstantin jetzt gesagt hat. Ich glaube, dass wir jetzt auch nicht so die Zeit haben, das ganze politische System zu revolutionieren. Ich glaube, wir müssen aber einfach offen sein, Kritik anzunehmen und es eben überhaupt verbessern zu wollen. Weil oft, wenn man sagt, ja, man ist nicht zufrieden mit dem politischen System, dann denkt man immer, oh, man will die Demokratie abschaffen. Nein, es geht einfach nur darum, dass man wirklich mal Veränderungen wieder denkt und dass man auch Kritik zulässt, dass man sagt, okay, das ist nicht in Ordnung, aber dass es nicht dabei bleibt und gleich das Gegenteil bedeutet, sondern einfach Veränderungen zulässt. Und ich denke, ich weiß nicht, ob das einfacher ist, wahrscheinlich ist es noch schwieriger, es ist eher eine Verständnisfrage, weil ich habe ein politisches Verständnis von wegen, die EntscheidungsträgerInnen sind unsere Repräsentanten und die sollen im Sinne von der Gemeinschaft, also die Gemeinschaft quasi verwalten, dass wir einfach friedlich leben, dass es für die meisten einfach ein
ja, gutes Leben ist, was auch immer das dann bedeutet. Aber ich habe schon eher den Eindruck, dass es einfach ein Gerangel ist von einzelnen Interessen und dass man da so ein bisschen aus dem Blick verliert, dass es eigentlich ja um die Verwaltung einer ganzen Bevölkerung geht. Und es ist, und dass auch diese Interessen nicht in einem Verhältnis quasi auf Augenhöhe aufeinandertreffen, sondern dass es da einfach ein, ja, ein Machtungleichgewicht gibt, dadurch, dass zum Beispiel wenige, also dass zum Beispiel die Natur keine eigene Stimme hat, dass Tiere nicht mitsprechen dürfen oder sowas, ja, ganz schwierig gesagt, aber die sind auch Teil des Ökosystems, Teil unserer Welt und für die müssen sich dann manche Menschen mit einsetzen, aber die werden nicht gleich gehört, wie wenn einfach, ja, ich sage das jetzt ganz pauschal, Lobbyisten einfach Geld in der Tasche haben, dann wird denen eher Gehör verschafft. Oder junge Menschen werden ausgeschlossen. Ja, was ich mir ganz konkret wünschen würde für ein politisches System, ist einfach, dass das Wahlalter abgesenkt wird. Weil wir haben es gerade wieder gesehen, wir haben dieses Zeitproblem. Entscheidungen werden für ganz eine lange Zukunft getroffen. Und auch wenn ich jetzt 17 bin und darf noch nicht wählen, ist das trotzdem ein Teil meiner Zukunft, wenn ich über eine Wahlperiode nicht mitbestimmen darf. Dann bin ich volljährig und konnte meine Meinung nicht mit einbringen. Und das, finde ich, ist ein ganz großes Problem. Und vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu idealistisch, ja, dass ich mir auch denke, dass solche Querschnittsthemen dann auch nicht so vereinzelt und in der Schublade eben von einer Partei oder von wenigen stecken. Und das ist auch, glaube ich, ein Problem von, ja, den Parteiprofilen, dass man immer sagt, man muss sich abgrenzen können. Aber wir können ja auch einfach mal jetzt bei so einer Krise wieder schauen, was man für Gemeinsamkeiten hat und ja, dass man das einfach gemeinsam bewältigen muss und dass einfach ein 1,5-Grad-Ziel in jedem Parteiprogramm drin sein müsste. Sehr gut. Anne. Ja, ich wollte nochmal zurück zu Konstantin. Ich bin ja nun Physikerin und beschäftige mich die ganze Zeit mit diesen Themen. Und ich muss sagen, ich würde es nicht in Ordnung finden, wenn Technokratinnen über uns entscheiden würden. Das ist auch überhaupt gar nicht möglich. Ich beschäftige mich mit Selbstorganisationstheorie, Komplexitätstheorie, Chaostheorie. Also die Welt ist nicht mehr berechenbar. Also weder die natürliche Welt, geschweige denn die gesellschaftliche Welt. Ich glaube, das ist ein ganz gefährlicher Irrtum, wenn man selbst die Verantwortung und die Möglichkeit, selbst mitzuentscheiden, abgibt und das Technokratinnen überantworten würde. Ich glaube, so wie das jetzt ist, dass vom IPCC keine Zukunftsprognosen gemacht werden, sondern Szenarien ausgerechnet werden, die nicht sagen, wie es sein wird, die aber sagen, wenn bestimmte Entscheidungen bis da und dahin so und so getroffen werden, dann können wir aus unseren Modellen mit großer oder weniger Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass wir dann eben zum Beispiel irgendwann mit den und den Temperaturen rauskommen. Aber ob wir das in Kauf nehmen wollen oder ob wir ab wann in die Reduktion kommen, kann uns kein Naturwissenschaftler sagen. Das Blöde dabei ist auch, viele von den technisch studierten Leuten neigen auch sehr dazu, nur technische Lösungen zu sehen. Die schlagen dann eben diese Climate Technology Lösungen vor. Und es ist leider auch so, dass wir jetzt schon in der Misere drinstecken. Ich glaube, beim Grünen Parteitag war das, wo jetzt der Anders Levermann vom PIK gesagt hat, mal endlich einer das gesagt hat, dass 1,5 Grad schon wirklich nicht mehr zu schaffen ist. So, es gibt aber einen Ausweg, der ist seit in den IPCC-Berichten seit 2018 drin und vorher schon angedeutet. Man überschreitet die 1,5 jetzt erstmal und im Beschluss der Grünen steht wohl irgend sowas drin, dass sie wollen, auf dem Pfad zu 1,5 dann wieder zu kommen. Und das bedeutet, dass man quasi von oben her wieder auf 1,5 zurückkommen will, wenn man dann irgendwelche Technologien hat, die das CO2 wieder aus der Atmosphäre entziehen. Wenn man jetzt alte IPCC-Berichte dazu liest, werden alle diese Technologien als kaum machbar, viele Versprechen, die kaum gehalten werden können, einschätzt und auf Kosten von ganz, ganz viel Landnutzung, Wassernutzung, Düngernutzung, zum Beispiel diese BE. Ich will jetzt nicht genauer technisch drauf eingehen. Also da haben wir uns als Gesellschaft schon in die Situation hineinbegeben, dass wir ohne einen gewissen Anteil von CO2-Entfernung ab spätestens 2050 gar nicht mehr in vernünftige Temperaturrichtungen kommen.
Und das will ich nicht nochmal erleben. Dass dann, und die Techniker, die es gibt schon Firmen, die sitzen wirklich in den Startlöchern. Und ich habe das zum Beispiel auch so eine Angst, die ich habe, dass irgendwo in der Welt irgendwelche Firmen dann doch so viele Millionen und Milliarden von irgendwelchen reichen Gönnern zugeschoben kriegen, dass die dann plötzlich irgendwelche Experimente mit den Ozeanen oder der Atmosphäre machen, ohne dass sie jemanden fragen. Und das ist dann erst recht völlig an irgendwelchen demokratischen Entscheidungen vorbei. Okay, gut. Ich würde dann auf das nächste Thema wechseln. Gibt es sonst noch irgendwelche Meldungen davor? Bis auf den Kevin. Danke. Darf ich? Ja, genau. Super, genau. Annette hat mir jetzt auch ganz viel weggenommen. Ich bin sehr dankbar für den Beitrag, dass du es auch aus der Position der Physikerin heraus begründet hast, weil ich halte das für genau richtig. Ich erlebe auch ganz viele Leute aus der Wissenschaft, die auch ganz bewusst diese Verantwortung zu Recht zurückschieben und sagen, nein, nein, ich möchte schon, dass meine Arbeit ernst genommen wird, so wie das bei jedem der Fall ist, aber ich möchte nicht in die Entscheidungsposition gebracht werden. Wenn ich das möchte, dann bewerbe ich mich um Verantwortung. Dann kann ich wie jeder andere für Parlamente kandidieren oder mich irgendwo melden und sagen, ich stünde bereit, um hier Staatssekretärin oder so zu werden. Das ist ja niemandem verboten sozusagen. Aber das hat schon unterschiedliche Komponenten. Und ich möchte auf einen zweiten Aspekt hinweisen. Bei mir hat es geklingelt bei dem Begriff Technokratenregierung. Es war nicht original der Begriff, aber es ging ja so ein bisschen in die Richtung. Und zwar hat es bei mir geklingelt, weil dieses Wort hatten wir mal vor etwa 10 Jahren. Das war kurz nach der Finanz- und Wirtschaftskrise in Europa. Da wurden auch Expertenregierungen gebildet oder zumindest erwogen, nämlich für die sogenannten Krisenstaaten Südeuropas. Damals ging es um Italien oder auch Griechenland, bei denen die Europäische Union, die Zentralbank und die Weltbank im Gegenzug für ihre Kreditlinien, die sie gewährt haben, um die vom Staatsbankrott zu schützen, die Einrichtung von sogenannten Expertenregierungen forciert haben. Was haben die gemeint damals mit Expertenregierung? Ich muss das jetzt nicht im Detail durchgehen, aber es waren sehr windige Figuren, die die gängigen Sichtweisen der damaligen ökonomischen Diskurse, die auf diesen Ebenen eben geführt wurden, nachvollzogen haben. Also Austerität, Staatshaushalt zusammenstreichen, Sozialleistungen des Staates kürzen, Privatisierung vornehmen und so weiter und so fort. Was ich damit sagen will, ist, Expertentum, was auch immer das heißen mag, muss immer im Kontext des Zeitgeistes betrachtet werden. Jede Zeit schafft ihre eigenen sogenannten Expertinnen und Experten. Und man kann so eine Regierung in beispielsweise einem kapitalistischen System, in dem wir nun mal leben, um auf den Aspekt des Wirtschaftssystems einzugehen, nicht bilden, ohne dass diese Leute, genauso wie die Gesellschaft insgesamt, durch die Strukturen und die Realität des Bestehenden geprägt sind. So, und deswegen werden sie sich in ihren Antworten, die sie geben, auch im Rahmen dessen bewegen. Da ist die Naturwissenschaft ein bisschen nachgiebiger, denn die interessiert sich erstmal nicht dafür, ob ihre Entwicklungen sich im Rahmen einer Diktatur, einer Demokratie oder einer Aristokratie vollziehen. Die Spielregeln der Natur sind im Kern oder zumindest der chemischen und physikalischen Abläufe dahinter sind im Kern dieselben, die dabei ablaufen. Die Frage ist, wie man gestalterisch darauf einwirkt. Und das hat schon sehr viel mit unseren Prägungen und mit Diskursen zu tun, die immer auch über die Ebene der Fachwelt hinausgehen müssen, weil sie soziale Fragen und damit die Zwischenbeziehung von Menschen und von ganzen Gesellschaften betreffen. Lula, ist es noch eine wichtige Meldung, weil ich würde da einen Themenwechsel machen. Ja, ich würde schon gerne noch mal was einbringen, was mir jetzt noch mal eingefallen ist zu der Frage, weil das passt zum politischen System. Und diese ganze Veranstaltung ist ja auch so unter dem Slogan, ja, wir streiken, bis ihr nicht handelt. Und das passt, finde ich, eigentlich zu der Frage noch ganz gut, weil man sieht es jetzt, Fridays for Future streikt seit fast 2 Jahren und das ist ja genau dieses Mittel, was jetzt auch BürgerInnen eben sehen, um ihre Meinung zu äußern, eben zu streiken. Und da ist dann schon die Frage, ist das noch Teil des politischen Systems, ist es noch Teil der Meinungsäußerung, die ernst genommen wird, weil viele sind doch einfach verzweifelt, die haben einfach ihr normales Leben und können sich jetzt auch nicht in politische Entscheidungspositionen begeben, weil wir haben es ja auch gesehen, das dauert ja auch ewig. Also bis man so eine politische Karriere und Laufbahn hinlegt, da muss man ja, bei Rieke ist es jetzt anders, sie ist sehr jung und schon in der Politik, aber oft ist es so, man muss sich jahrelang engagieren, bis man dann irgendwann mal
gehört wird. Und das finde ich schon echt problematisch, dass viele auch tatsächlich dann den Weg in die Wirtschaft gehen. Also dass viele sagen, ja, was kann man denn in der Politik bewegen? Ich möchte in die Wirtschaft gehen, ich will erstmal Geld verdienen und dann werde ich erst gehört. Und das finde ich schon echt problematisch auch für Partizipation. Gut. Danke, Lola. Das ist jetzt fast der perfekte die perfekte Überleitung auf das nächste Thema. Annette, ich glaube, du magst direkt auf die Lola antworten, genau, aber ich lese davor nochmal das Thema vor. Zwar unser zweiter Themenblock heißt, funktioniert unser System, wenn knappe 2 Jahre Schülerinnen streiken und wir trotzdem nicht auf 1,5 Grad zusteuern? Was bringt Protest noch? Genau, dann geht es direkt weiter mit der Annette und viel Spaß. Ein guter Übergang jetzt. Ja, ich glaube, das Problem liegt ja nicht nur, dass die Politik nicht will, sondern es liegt auch an den Mehrheiten in der Gesellschaft. Na, also ich glaube schon, dass ganz viele von den Leuten, die mit uns, euch in die Schule oder zum Studium gehen, die bei mir am Arbeitsplatz waren, wirklich nicht das wollen, was die Streikenden wollen und wir. Ich glaube, da müssen wir erstmal noch ganz, ganz viel Überzeugungsarbeit auf dem Gebiet leisten und das beißt sich wieder. Eigentlich wissen wir genau, es ist dringendst. Andererseits kostet das natürlich Zeit. Also da will ich auch mal die Politik ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, wenn die alles machen würde, was irgendwelche Leute wollen, die auf die Straße gehen, dann wären wir jetzt auch nicht vor Corona geschützt. Also was ich dann eher denke, als ich die Überschrift von der ganzen Diskussion gelesen habe, da habe ich mich sofort daran erinnert, da steht da, wir streiken. Ja, ich streike zum Beispiel nicht. Ich habe auch nicht gestreikt, als ich noch als Physikerin in der Industrie tätig war. Ist nicht vielleicht genau das die Frage? Warum streiken eure Eltern nicht? Und das hat auch mit dem System zu tun. Wir können nicht darüber bestimmen, was wir denken, was wichtig ist, sondern auf Arbeit müssen wir schon gehen. Also unsere Existenz müssen wir schon irgendwie sichern. Und deshalb brauchen die Kohlearbeiter auch noch den Kohleabbau und die Automobilleute, die Automobile. Und ich war in einem Betrieb, was zum Beispiel für einen Automobilbau Zulieferungen gemacht hat. Natürlich, solange ich diesen Arbeitsplatz halten wollte, hätte ich es nicht so gut gefunden, wenn die, vor allen Dingen auch die Getriebeautomobilindustrie brauchte unsere Zuarbeit. Also genau diese Fragen müssen wir stellen und müssen dafür uns Alternativen ausdenken. Und das müssen wir mit den Leuten zusammen machen. Also ich selber würde meine Vorträge eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so gerne nur innerhalb der Klimabewegung machen, sondern man müsste da eigentlich in die Gewerkschaften gehen, in die SPD-Versammlungen, man müsste eigentlich mit den Leuten an der Werkbank sitzen, beim Kaffee trinken und bei allem. Und wo wir es vielleicht eher machen können, wobei ich auch nicht so besonders erfolgreich bin, sind eben dann auch die Nachbarn und alles. Aber zum Beispiel bei uns im Dorf hängen ganz viele Plakate gegen die Windkraft. Ne? Und da kommen wir aber nicht zum Beispiel dagegen an, was die Politik betrifft. Die hat es extrem erschwert, so etwas wie Bürgerenergiegenossenschaften zu machen. Und deshalb komme ich mit ein paar anderen, die da eine Alternative schaffen wollten, nicht dagegen an und bräuchte an der Stelle dringend die Hilfe der Politik, um da auch in der Bevölkerung was zu bewegen. Gut, danke. Kevin ist dran. Ja, ich finde die Frage eigentlich auch, so wie sie gestellt ist, relativ einfach zu beantworten. Ich finde es die Tatsache, dass wir noch nicht im Ansatz auf einem Pfad zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels sind, kann überhaupt keine Aussage über das politische System treffen, denn das politische System hat ganz unterschiedliche Dimensionen, in denen wir uns bewegen. Manche kennen diesen Dreiklang Polity, Policy und Politics, in denen häufig aufgeteilt wird, also Form, Inhalt und Prozess. In denen sozusagen unterschieden wird und das politische System als solches, die parlamentarische Demokratie, dass wir wählen, dass es dann Regierungen mit Ministerien und Verwaltung gibt, das ist im Prinzip Polity und Politics, also Form und Prozess, ja, das ist die Hülle, in der man sich bewegt. Vollkommen unabhängig davon ist der Aspekt Policy. Wofür wird das eingesetzt, diese Strukturen? Was passiert in den Ministerien? Was wird beschlossen? Was wird gebaut oder nicht gebaut? Werden noch Verbrenner produziert, werden sie nicht produziert? Muss bei jedem Neubau Photovoltaik auf dem Dach sein oder verzichtet man auf solche Regelungen und so weiter und so fort? Dafür kann die Demokratie erstmal nichts, wenn das nicht genutzt wird, sondern das ist eine Auseinandersetzung innerhalb eines politischen Systems über die Frage, was machen wir denn nun jetzt ganz konkret? Und ich glaube, Annette hat auch recht, wenn sie sagt, nicht jede Ablehnung, bleiben wir beim Thema der Forderung, lasst uns jetzt mal sofort einen Pfad machen, ist Ausdruck davon, dass die Leute das
Ziel nicht teilen. Ich glaube schon, dass den meisten Menschen sehr begreiflich ist in unserer Gesellschaft, dass wir vor einer Menschheitsaufgabe stehen und dass der Klimawandel auch nicht frei nach Beatrice von Storch was mit der Sonne zu tun hat und ansonsten war es das dann aber auch an Herleitung, sondern dass man auch was tun muss. Aber das Beispiel mit der Bürgerinnen- und Bürgerenergie, mit der dezentralen Versorgung, mit der Frage der Aufstellung von Windrädern ist genau eines, an dem man erklären kann, wie Widerstände entstehen. Es gibt eben viele Leute, die sagen, ich sehe das nicht ein, vor die Tore meiner Stadt, ein paar hundert Meter weg oder meines Dorfes, soll ein Windpark gestellt werden. Der Blick von meiner Terrasse wird weniger schön. Wenn der Wind doof steht, höre ich es auch ein bisschen surren. Und der Einzige oder die Einzigen, die davon finanziell profitieren sollen, ist der Windparkbetreiber und vielleicht noch Bauer Schulze, der ein Stück von seinem Feld verpachtet und damit sichere Einnahmen hat. Und alle anderen, nämlich wir, die wir hier leben, wir gucken in die Röhre. Das Gleiche gilt bei Stromtrassen und Ähnlichem, die man nicht bräuchte, wenn man dezentraler versorgen würde. Aber nun sind wir in der Situation, dass sie in einem gewissen Grad gebaut werden müssen. Sind diese Leute, die das jetzt ablehnen und da so ein Schild sich in den Vorgarten stellen, ich bin gegen die Windparkanlage, sind die gegen Klimaschutz, leugnen die den Klimawandel? Das kann man daraus erstmal überhaupt nicht ablesen. Sie sind auf jeden Fall mit der Umsetzung unzufrieden und ich finde, sie haben mitunter Argumente, die bedenkenswert sind und die unter dem Aspekt einer ökosozialen Politik absolut auch berücksichtigt werden müssen. Die Frage ist, geht man darauf ein und ist man dann eben im Gegenzug bereit, sich auch mit Kapitalinteressen anzulegen, die sehr gutes Geld im Moment damit verdienen, diese erneuerbaren Energien bereitzustellen und die Gewinne für sich weitgehend zu reklamieren. Also mehrdimensionales Problem von der Klimafrage ganz schnell bei der sozialen und der Verteilungsfrage. Rike. Ja, zur Frage des Protests. Also ich glaube, uns ist allen bewusst, dass Demokratien ganz grundsätzlich langsam arbeiten. Das sehen wir ja im Endeffekt tagtäglich. Ich glaube, dass es eine Stärke ist, weil Demokratien einfach Kompromisse finden und Interessen ausgleichen und versuchen auch Minderheiten zu inkludieren und nicht einfach übergehen. Diese Langsamkeit ist natürlich aber auf jeden Fall auch eine Schwäche, wenn wir zügig Probleme lösen wollen, wie jetzt hier gerade. Und ich halte es ehrlich gesagt für wahnsinnig wichtig, da dann in Protestform auf die Straße zu gehen, Schilder zu basteln, die in die Kamera zu halten, Fotos zu machen, Social Media zu nutzen dafür auch und so weiter, um darauf aufmerksam zu machen, dass eben hier gerade etwas nicht in die richtige Richtung läuft. Das heißt, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass auch die Arbeit, die Fridays for Future macht, ist, glaube ich, eine, die nicht aufhören sollte und darf sozusagen. Ich frage mich nur immer, ob sie weitreichend genug ist. Das heißt, sich auf die Straße zu stellen und zu sagen, ja, wir stehen für das Klima auf und ein, hier muss sich was bewegen, ist fantastisch und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass es die ganze Zeit dadurch in den Köpfen der Bevölkerung einfach parat bleibt. Aber ich frage mich dann immer, ja, Wandel muss auch einfach wirklich in der politischen Verantwortung entstehen. Das heißt, ich würde da an der Stelle einfach wirklich immer noch einen Schritt weiter gehen und sagen, nur sagen, es reicht nicht, sondern es muss auch wirklich selbst was getan werden. So, genau. So, bevor die Lola dran ist, würde ich die Leute, die in der Fishbowl-Gruppe sind, also die Students for Future Leute in der Fishbowl-Gruppe, vielleicht nochmal aufrufen, dass wenn sie Ideen haben oder sich an der Diskussion beteiligen würden, das gerne machen können, weil wir haben gerade niemanden in der Warteschleife. Gut, Lola, du bist dran. Genau, also ich finde, das ist ja auch immer die Frage, von welchem System wir reden. Reden wir jetzt vom politischen System oder vom Wirtschaftssystem? Aber ich sehe ganz klar, ja, kein Protest ist auch keine Lösung. Also wenn wir halt ein Problem haben, dann müssen wir darauf aufmerksam machen. Da, finde ich, führt kein Weg dran vorbei. Und jetzt ist halt natürlich die Frage, wie wir da alle mitnehmen und wie das einfach in die gesamte Gesellschaft quasi rein diffusioniert. Aber man kann ja jetzt echt nicht leugnen, dass es nicht angekommen ist. Also gerade die Proteste haben ja dazu geführt, dass alle drüber reden. Jetzt müssen wir halt ja vom Reden ins Machen kommen. Und ich würde aber nochmal auch darauf verweisen, um quasi in dieses System quasi überall einzudringen,
finde ich auch das Bildungssystem ganz wichtig. Also es ist kein Zufall, dass ich bei Students for Future bin. Ich bin da nicht nur, weil ich Studentin bin, sondern weil ich auch wirklich den Hebel bei Bildung sehe. Und Fridays for Future, die adressieren die PolitikerInnen, was völlig legitim ist. Aber jetzt muss es halt auch dran gehen, alle Menschen damit drauf vorzubereiten, zu qualifizieren, zu bilden, einfach und zu zeigen, was für großes, ein komplexes Problem wir haben, aber auch, wie man in den verschiedenen Bereichen Lösungen finden kann. Und also die Klimakrise und auch die Folgen, die werden ja alle Arbeitsbereiche und alle Lebensbereiche betreffen. Deswegen betrifft es auch jedes Berufsfeld. Und es ist einfach total wichtig, dass man in jedem Studiengang dann auch ein Modul hat, wo man einfach reflektiert, was ist der eigene Beitrag? Wie kann ich in meinem Fachbereich, in meinem Arbeitsumfeld eben dazu beitragen, dass man Teil der Lösung ist? Und das wäre halt wirklich was, wo man ganz breit auch die Gesellschaft erreichen könnte, indem man einfach bei der Bildung das weiter verankert. Ich sehe auch, dass es jetzt nicht reicht, ein 1,5-Grad-Ziel zu erreichen in der Schnelligkeit, weil bis die Menschen, die aktuell ausgebildet werden, irgendwie mal im Beruf sind, dauert es ja auch wirklich ewig. Aber wenn wir einfach in einer klimaneutralen Welt leben wollen, dann bedeutet das für mich, dass alle Menschen Bescheid wissen, was einfach noch auf uns zukommt und einfach alle schon quasi geschult sind und ihre Kompetenzen einbringen, um das zu bewältigen. Und genau um so eine gebildete Gesellschaft aufzubauen, muss es jetzt einfach ganz fest in den Schulfächern verankert sein, aber auch in allen Studiengängen. Annette. Ja, mir war vorher noch was anderes eingefallen, was ich vielleicht nicht wieder vergesse. Aber dazu würde ich dir auf jeden Fall auch recht geben. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, eben nicht nur naturwissenschaftliches Wissen zum Klimawandel zu vermitteln, sondern genau auch über diesen sozialen Umgang mit den Verwerfungen, die es dann geben wird, zu reden. Das Problem ist natürlich, dass im Bildungswesen nichts geflickt werden kann, was in der Grundgesellschaft im Argen ist. Also dass ich als Mensch immer in Konkurrenz zu anderen Menschen schon bezüglich des Arbeitsplatzes stehe. Dass ich nur leben darf, wenn ich eben irgend so einen Arbeitsplatz ergattere und nicht hinterfragen kann, was und wie dahergestellt wird. Also das müsste dann eigentlich mit in die Bildung rein. Und was ich noch am Anfang, als du gesprochen hattest, war mir ein Ansatz gekommen, der gar nicht so bildungszentriert war, aber da habe ich mich erinnert, es gab in der Bundesrepublik, das habe ich nur nicht erlebt, aber ich habe es immer gerne gehört, in den Hochzeiten der Friedensbewegung, da gab es in vielen Betrieben, die auch vor allem Rüstungsgüter hergestellt haben, Ansätze, Konversion zu diskutieren, also umwandelnde Produktion weg von Rüstungsgütern hin zu sinnvollen Produkten. Und das wäre für mich die Schiene, wo die Leute, die im Arbeitsprozess stehen, anfangen können, darüber nachzudenken. Also das, was ich hergestellt habe, wird das nur für Autogetriebe gebraucht oder ist das nicht vielleicht auch sinnvoll für Windradgetriebe? Und darauf, das ist zum Beispiel was, wo man sich auch als Studierende oder Studierender darauf vorbereiten kann, dass man sagt, ich will sowas machen, ich will lernen, um sowas mit voranzubringen. Ich meine, das kann dann ein bisschen schief gehen. Ich selber habe zum Beispiel auch ein paar Jahre dann im Bereich der erneuerbaren Energien, also Maschinenbau für Photovoltaik, gearbeitet. Und als dann 2012 der auch politisch zu verantwortende Niedergang dieser Industrie erfolgte, sind zum Beispiel dort auch alle Qualifikationskapazitäten, die an Universitäten darauf aufgebaut waren oder die Leute, die bei uns in der Firma das alles gelernt hatten und auch ich selbst bin dann wieder erwerbslos geworden. Na, aber diesen Konversionsgedanken mit einzubringen. Da gibt man den Leuten auch den Gedanken, da habe ich was Spannendes zu tun. Ich werde da gefragt, ich werde gebraucht und nicht, mir wird was weggenommen. Entschuldigung, das ist meine Katze, die gewohnt ist, über den Schreibtisch zu spazieren. Gut, dann gibt es jetzt gerade eben keine Meldung zu dem Thema. Wollt ihr noch unbedingt was sagen? Weil dann würde ich zu der dritten Frage übergehen. Mir ist noch was eingefallen, und zwar, das ist ja auch in der Bewegung immer wieder quasi eine Strategiedebatte. Ja, man hat jetzt eben jeden Freitag gestreikt, das zieht natürlich auch Ressourcen. Ja, also die Aktivisten, die jetzt auch bei Fridays for Future oder auch andere, liebe Grüße raus an alle, die sich aktiv engagieren, und ja, vielen Dank.
Das ist aber ja langfristig nicht ehrenamtlich zu lösen. Also so eine komplexe Problemstellung wie eben die Klimakrise, die kann man jetzt nicht in der Freizeit mal eben mit ehrenamtlichem Engagement lösen. Das muss einfach auch Teil von Berufsfeldern werden und Teil von allen Diskursen und Gesprächen. Und vielleicht braucht es da auch einfach wieder eine neue Ansprache. Also der Streik hat auf jeden Fall erstmal die Aufmerksamkeit erregt, aber jetzt brauchst du vielleicht schon andere Mittel. Und mir, ja, es ist jetzt auch langsam der Punkt erreicht, wo ich nicht mehr so ein freudiges Gemüt habe, ehrlich gesagt, aber ich glaube, mit so Humor kann man vielleicht noch mal mehr Leute erreichen oder mit anderen kreativen Aktionen. Das heißt, es ist vielleicht auch noch mal eine Frage der Ansprache, ob man das jetzt wirklich viel mit Ernsthaftigkeit einfach immer beredet und man sagt, oh, wir rasen einfach auf eine Katastrophe zu, oder ob man sich einfach mal lächerlich drüber macht, wie erbärmlich es eigentlich ist, dass PolitikerInnen das nicht auf die Reihe kriegen bisher. Also das ist auch irgendwie auch zum Lachen. Und ja, ehrlich gesagt, finde ich es halt einfach, ist es an der Zeit jetzt wirklich, ja, dass einfach Menschen das in ihren Alltag mit integrieren und nicht sagen, ich muss jetzt irgendwie ehrenamtlich halt in meiner Freizeit Klimaaktivistin sein, weil viele arbeiten. Man muss irgendwie eine Form finden, dass alle so ein bisschen Teilzeitaktivisten sein können und das mit integrieren können in ihren Weg. Kevin. Ich habe mich natürlich jetzt ein Ticken getriggert gefühlt, als es darum ging, dass Politikerinnen und Politiker das nicht hinkriegen. Objektiv ist das eine zutreffende Beschreibung erstmal, anders kann man das ja mit Blick auf dieses Thema nicht sagen. Jetzt steht die Frage nach dem Warum im Raum. Ich würde sagen, überwiegend hängt es nicht an einem Erkenntnismangel oder an einer Verweigerung gegenüber den grundlegenden Erkenntnissen. Dafür muss man ja nicht jedes Detail verstanden haben. Das ist bei anderen Fragen auch nicht so der Fall. Sondern was ich mir eigentlich wünschen würde, ist, dass Politikerinnen und Politiker, die eine solche Latte an Themen oder an Gründen vorbringen können, warum sie bei ihrer Wählerinnenschaft beispielsweise nicht durchdringen oder drohen, den Rückhalt zu verlieren und damit ja auch den Rückhalt für das Projekt, um das es geht, warum sie diese Probleme haben. Und dass das nämlich tatsächlich mit dem Wirtschaftssystem ganz viel zu tun hat und mit der Art, wie wir soziale Sicherheit gewähren oder eben auch nicht gewähren in unserer Gesellschaft. Also wir kennen doch aus dem Bereich Klima genau diese Fallkonstellation. Da kann dir jeder aufzählen, wie viele hunderttausend Arbeitsplätze an der deutschen Automobilindustrie in ihrer heutigen Form, inklusive Zuliefererbetrieben, Vermarktung, Design und allem dranhängen. Grob überschlagen kommst du more or less auf 2 Millionen Beschäftigte in Deutschland. Das ist huge. So, da sieht jeder auf den ersten Blick, da kann man rein volkswirtschaftlich nicht einfach drüber hinweggehen und sagen, na, Pech gehabt. Denn, und das zeichnet ja die Demokratie aus, für Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen zum Klimaschutz, die Ziele 2050 einhalten wollen, für die brauchen wir eine permanente politische Zustimmung über 3 Dekaden hinweg. Wenn irgendwo auf der Hälfte der Strecke die Leute sagen, tut mir leid, das ist mir too much hier mit eurem Klimaschutz, ihr macht das zu schnell, ihr macht das zu einschneidend, wir lassen das jetzt, dann haben wir auch nichts gewonnen. Das heißt, es muss so gestrickt sein, dass die Leute über 2-3 Jahrzehnte Licht am Ende des Tunnels sehen, wissen, wofür machen wir es, und fallen sie am Ende auch nicht durchs Raster durch. Und dann sind sie vielleicht in einer Mehrheit bereit zu sagen, okay, ich gehe diesen Weg mit, das scheint mir plausibel und die für alle Beteiligten beste Lösung zu sein. Aber daran scheitert es im Moment, denn wir können den Leuten ganz viele Schreckensszenarien erzählen, oder sagen wir mal, diejenigen, die es politisch missbrauchen wollen, sind leicht in der Lage, Schreckensszenarien von wegfallenden Arbeitsplätzen, sterbenden Innenstädten, Kindern, die es nicht besser haben als ihre Eltern, ihr kennt das alles, was dann kommt, zu erzählen. Aber dem steht keine politische Gruppe gegenüber, die eine positive Erzählung wählt. Man könnte ja eine Geschichte erzählen und sagen, wir sind ein so reiches Land, wir können eine Arbeitsplatzgarantie hier beispielsweise herbeiführen. Uns steht das Geld, was wir ausgeben, um soziale Sicherung zu gewährleisten, Grundsicherung, Wohnungsgeld, was da nicht alles dranhängt. Das könnten wir locker auch einsetzen, um öffentliche Beschäftigung zu schaffen, um Forschungscluster anzusiedeln und an den Technologien, beispielsweise Antriebstechniken der Zukunft, zu forschen. Und da geht es nicht nur um Batterie oder Wasserstoff, sondern da geht es um ganz
tiefe Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz und so weiter, die entscheidend sein werden rund ums autonome Fahren und Ähnlichem in Zukunft. Da könnte man ganz viel Beschäftigung schaffen, wenn man entsprechend diesen politischen Nachdruck entwickeln und diese Garantie auch aussprechen würde. Kurzum, ich glaube, das, was wir den Leuten abverlangen und konsequenter Klimaschutz, der auch nur in die Nähe von 1,5-Grad-Ziel Waren geht, wird ganz viel den Leuten in unseren Kreisen abverlangen. Der geht nur mit entsprechenden sozialen, rechtlich verbrieften Sicherheiten im Gegenzug. Also Gefährdung des bisherigen Jobs nur im Gegenzug gegen Jobgarantie in einer gewissen Art und Weise. Der Verzicht auf Individualmobilität, insbesondere mit Verbrennungsmotor, nur im Tausch gegen eine Mobilitätsgarantie, bei der ich sage, wir machen das nicht mehr Nutzerinnen und Nutzer finanziert. Also ich gehe vorne in den Bus und kaufe ein Ticket und der Bus kommt aber bei mir auf dem Dorf nur zweimal am Tag oder mancherorts auch nirgends. Also gar nicht mehr, sondern wir machen eine Mobilitätsabgabe. Reichere zahlen mehr, ärmere zahlen weniger. In der Großstadt mehr, auf dem Dorf weniger. Und mit dem Geld, was da zusammenkommt, stellen wir ein öffentliches Verkehrsnetz, was aus mehr als Bahnen und Bussen besteht, sondern auch als kleinteiligen, individualbasierten Formen und machen die Leute damit mobil. Dann reden wir darüber, ob Leute vielleicht bereit sind, auf den Weg mitzugehen, aber nicht, wenn sie ins Bodenlose fallen. So, gut. Dann ist die Celine jetzt von der Fishpool reingekommen und stell dich doch mal kurz vor. Ja, hallo, ich bin die Celine. Ich bin auch bei Students for Future aktiv. Ich glaube, ich habe eine relativ kurze, aber mir sehr wichtige Frage. Darf ich die auch sofort stellen jetzt? Alles klar. Also es wurde ja gerade auch schon am Anfang sehr viel darüber geredet, wie wir alle Menschen einbinden können in die Diskussion. Ganz am Anfang ging es um BürgerInnenräte und wie wir die repräsentativ gestalten können. Lola hat, finde ich, das total wichtige Thema angesprochen, dass Tiere und Pflanzen ja irgendwie auch keine eigene Stimme haben und man sich für sie einsetzen muss. Und es ging auch super viel darum, wie wir ja den deutschen BürgerInnen Klimaschutz nahe bringen können und wie wir sie davon überzeugen können, dass es auch was Gutes für sie selbst ist. Jetzt ist es so, dass ja die Klimakrise ja auch eine globale Krise ist und dass das, was wir hier tun, nicht nur uns beeinflusst, sondern globale Folgen hat. Oder überspitzt gesagt, wir haben noch einen viel größeren Anteil daran, was das Ganze für Auswirkungen hat und müssen gleichzeitig viel weniger von den Auswirkungen spüren. Also das meiste kriegen ja Länder im globalen Süden zu spüren. Und also ich habe keine direkte Kritik jetzt hier an alle Anwesenden, aber mir kam das bis jetzt etwas zu kurz. Es geht immer irgendwie darum, wie können wir die Leute davon überzeugen, dass Windräder gut sind und nicht darum, wie können wir das eigentlich für uns verantworten, wenn wir hier weiter fröhlich ausstoßen und im globalen Süden Menschen ihr Zuhause verlieren, Menschen sterben, Menschen verhungern. Also ich meine, so muss man es ja eigentlich framen. Und ich nehme einfach mal als Basis, hoffentlich, ich stimme alle mit überein, dass es ein super wichtiges Thema ist und dass es super wichtig ist, darüber nachzudenken, wie man halt auch Menschen aus dem globalen Süden einbinden kann in die Konversation und ihnen auch repräsentativ eine Stimme geben kann in dem ganzen Thema. Repräsentativ in dem Fall wäre ja vielleicht sogar noch mehr, weil sie stark betroffen sind. Und deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass alle hier auch als Ziel verfolgen und frage, ich gehe direkt drüber in die Frage, wie ihr denkt, dass das ermöglicht werden kann. Lola. Genau, ja, vielleicht als Erklärung nochmal für dich, Celine. Wir hatten vorab einen kleinen Text bekommen, was für Fragen kommen, und das wäre quasi der dritte Themenblock, aber ich glaube, der wurde jetzt so mit eingeleitet, da geht es genau um globale Gerechtigkeit, deswegen wollten wir das, glaube ich, eher weniger vorwegnehmen, sondern uns jetzt nochmal intensiv lange Zeit damit beschäftigen, eben die globale Gerechtigkeit damit einzubinden. Okay, soll ich den dann direkt noch vorlesen? Hat irgendwer noch eine dringende Meldung zum vorherigen, also zum Themenblock jetzt gerade? Ja, ich hätte noch was Kleines, als zum vorigen Thema quasi, ja, warum wir streiken und nichts passiert.
Also ich denke, es passiert schon doch unendlich viel, aber es muss auch einfach zugelassen werden, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass, sagen wir, ja, bottom-up einfach so viel Motivation da ist, so viel kluge Köpfe, so viel Engagement, und es muss auch einfach mal der Raum dafür gegeben werden. Also ich kann sonst nur von meiner Hochschule reden, da gibt es einfach kein Gremium, in dem über Nachhaltigkeit geredet wird. Ja, ich habe es mir im Wahlkampf auf die Fahne geschrieben, ich sage das jetzt überall, und es wird aber nicht dazu eingeladen. Also man spricht einfach da nicht drüber. Und bei der Bundesregierung wurde jetzt auch ja zu Beginn der Corona-Phase ein Hackathon eingeladen. Ja, da hat die gesamte deutsche Bevölkerung durfte daran teilnehmen und Ideen einbringen. Das ist auch eine Art von Beteiligung, was jetzt nicht gleich ein Bürgerrat ist. Aber da kann man auch dann direkt mitgestalten. Und so nimmt man eben auch die Leute mit, weil die Leute aus den eigenen Betrieben wissen natürlich, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen oder wissen es zumindest besser, weil sie betrifft es direkt und haben dann vielleicht auch direkt Ideen. Also das muss man einfach zulassen und ja genau, einfach denen zuhören. Gut, dann lese ich direkt mal den dritten Themenblock vor, und zwar: Wäre die Klimakrise nicht existent oder gäbe es keine Klimaerhitzung, wäre dann die Klimagerechtigkeitsbewegung fehl am Platz? Das geht vor allem in die Richtung, was wir grundsätzlich auch bewegen wollen, weil unsere Bewegung, also Fridays for Future, geht ja nicht unbedingt nur in die Richtung, dass wir wollen, dass die Erde aufhört, sich zu erhitzen, sondern wir wollen ja auch soziale Sachen anstreben. Deswegen steckt ja der Klimagerechtigkeitsaspekt da drin. Lola? Ja, vielleicht brauchen die anderen auch eher nochmal einen Moment, um darüber nachzudenken, nochmal in sich zu gehen. Mir würde natürlich direkt als Antwort einfallen, denn auf jeden Fall ist es dann immer noch relevant. Also wir brauchen dann immer noch eine Gerechtigkeitsbewegung. Wir haben auch noch multiple andere Krisen. Wir haben auch noch die ökologische Ressourcenkrise im Allgemeinen, dass wir auch andere planetare Grenzen überschreiten. Und ja, wenn man sich einfach mal umschaut auch, dann sind wir in so einer menschengemachten Welt. Ja, wir gehen aus dem Haus, die Straßen, alles ist irgendwie von Menschen geschaffen. Und dann haben wir aber so ein Wirtschaftssystem, wo wir dann sagen, diese Mechanismen, die kann man nicht aufhalten. Das ist eben so. Aber dabei scheitert ja gerade die Wirtschaft auch an der Verteilungsfrage. Also wir haben hier auf der einen Seite Lebensmittelüberproduktion und auf der anderen Seite hungern Menschen. Und die Wirtschaft schafft es nicht mehr, das ordentlich zu verteilen. Das ist super ineffizient, das ist super ungerecht. Und das ist jetzt in materieller Hinsicht nur eine Krise. Aber wir haben natürlich immer noch, wir haben strukturellen Rassismus, wir haben Diskriminierung von Geschlechtern, und also wir haben natürlich ganz viele andere Probleme auch noch, die wir Schritt für Schritt angehen müssen. Vielleicht ist den anderen jetzt auch was eingefallen. Gut, dann ist direkt Rieke dran. Ich finde die Frage erstmal total gut, weil sie ja im Endeffekt sehr selbstkritisch ist. Ich fände die ganze Protestbewegung weiterhin wahnsinnig wertvoll. Ich denke mal, die Marschrichtung wäre einfach eine andere, so wie Lola das gerade anderes, wäre das wahrscheinlich Richtung Gleichberechtigung, Chancengleichheit. Auch wahnsinnig relevante soziale Fragen, die wir da tatsächlich einfach alle adressieren müssen. Ich glaube, so bei den Punkten, wo ich jetzt mit Students for Future, Fridays for Future oder und so weiter aneinander geraten bin, ist mir immer wahnsinnig positiv aufgefallen, und das ist was, was ich eben bei Volt, bei uns selbst auch wieder erkenne, eine wahnsinnig gesunde Arbeitskultur. Das heißt, das Aufeinander achten, das Gendern, das Schauen, dass wirklich Minderheiten in der Repräsentation einfach wirklich gesehen werden, und das halte ich organisationell für einen so immens wichtigen Wert und Aspekt, und alleine dieses Auftreten und dafür zu sorgen, dass eben alle jungen Menschen irgendwie das Gefühl haben, eine Stimme zu haben und sich dann und als Kohorte sozusagen verstehen und versammeln, vereinigen und auf die Straße gehen, finde ich einen wahnsinnig wertvollen Aspekt. Das heißt, selbst ohne die Marschrichtung Klima, denke ich, wäre das eine ganz sinnvolle, wertvolle Angelegenheit. Ja. Anne.
Ja, ganz global gesehen ist es ja auch so nicht in Ordnung, wenn es ungerechte und unfaire Handels- und Produktionssysteme gibt. Also ich komme noch aus der DDR und ich selber habe damals in der DDR diese ungenügenden und mit dem Westen nicht vergleichbaren Konsummöglichkeiten immer relativ gut entschuldigt, weil mir immer bewusst war, dass wir als DDR im Wesentlichen nicht auf der Ausbeutung von anderen Ländern unseren Lebensstandard aufbauen. Deshalb hatten wir auch nicht diese Art Gast, oder nicht deshalb, aber wir hatten eben auch nicht diese Gastarbeiter, wir mussten die Dreckarbeit selber machen. Das Schlimme war, dass wir auch vietnamesische Menschen hatten, die bei uns Berufe gelernt haben und die leider von der Bevölkerung auch sehr, sehr rassistisch schon immer gesehen wurden. Und das ist dann leider später noch hochgekommen. Aber diesen Aspekt, dass wir quasi, also als der Westen dann über uns kam und plötzlich die Läden sich füllten, da habe ich immer so einen Blick drauf gehabt, verdammt nochmal, wo kommt denn das Zeug alles her? Wie wird denn das produziert? Wo, ich habe mich dann beschäftigt mit der Maria Mies, Ökofeminismus, die klar gemacht hat, was die multilateralen Investitionsabkommen für Unglück über die Menschen bringen, die in ihren eigenen Ländern, die zum Beispiel in Indien den Reis nicht mehr subventionieren können, damit die USA ihre Cerealien dahin verkaufen kann. Und bei uns stehen die dann auch und wir nehmen das kritiklos als super Konsumwunder hin. Also das war auch unabhängig von Klima und Umwelt, wäre das genug Grund, um sich dagegen zu engagieren. Kevin. Im Prinzip passt das ja mit der Eingangsfrage von Selim wirklich sehr gut zusammen, weil wenn die Frage nach dem globalen Handeln ist, dann ist ja egal, ob es um Klimagerechtigkeit oder um andere Gerechtigkeitsfragen, Migrationsbewegung, Vermögensverteilung, was auch immer geht, ist ja immer die Frage, warum sollte aus einem Moment der ungleichen Verteilung von Chancen, von Geld, von Wissen, was auch immer, warum sollte derjenige, der weniger davon hat, in eine Position des Handelns hineingehen, freiwillig, wenn eigentlich jemand anderes viel privilegierter ist und sich zuerst bewegen müsste. Und da ist dann nämlich die Frage des Windrades im Thüringer Wald gar nicht so groß anders oder unterscheidet sich gar nicht so sehr von der Frage, warum sollte China oder sollten Schwellenländer, die uns Jahrzehnte in der ökonomischen Entwicklung hinterher sind, jetzt auf unseren Wunsch hin aufhören, Kohle zu verfeuern, wo sie uns doch von der logischen Argumentation her zu Recht entgegenwerfen und sagen, sorry, ihr habt das jahrzehntelang gemacht, ihr habt euren Wohlstand darauf aufgebaut, ihr habt euren Vorsprung darauf aufgebaut und alles, was euch heute auszeichnet und zu einer Wohlstandsgesellschaft macht. Und wir, die wir die Hauptleidtragenden dieser Entwicklung auch am Ende sind, wir sollen jetzt gesellschaftliche Askese betreiben, uns alle zurückhalten, um eure Fehler am Ende auszubaden. Da stimmt doch was nicht. Ihr seid doch zuallererst in der Verantwortung, dass was passiert. Das Problem ist nur, im Hintergrund tickt die Uhr und läuft runter. Und mit diesem Blaming-Spiel, wo jeder auf den anderen zeigt und sagt, du fängst an, nein, du fängst an, kommen wir natürlich nicht weit. So, das heißt, in einem internationalen Kontext geht es um die Frage, wie können Anreize für diejenigen aussehen, die eigentlich logisch keinen Grund hätten, jetzt mit uns auf den großen Tanker Klimaschutz oder welchen anderen auch immer einzusteigen, den es trotzdem attraktiv zu machen. Und ja, verdammte Axt, es geht darum, den mehr vom Kuchen abzugeben, der auf dieser Welt vorhanden ist. Ansonsten werden sie sich dabei nicht bewegen oder, und das sehen wir ja vermehrt in den letzten Jahren, sie machen sich irgendwann auf den Weg. Denn wer zu Hause nichts mehr zu verlieren hat, wird dieses Zuhause auch vielleicht gegen das, was das eigene Herz einem sagt, verlassen und sagen, wenn der Wohlstand nicht zu mir kommt, dann mache ich mich auf dem Weg zu diesem Wohlstand und aus meinem Elend am Ende heraus. Und insofern ist eine Frage wie Klimaschutz oder irgendeine andere Gerechtigkeitsfrage nie national am Ende zu betrachten, so wie innerhalb einer Gesellschaft ja die Antwort auch nicht nur individualistisch ist. Die Bundesregierung kann sich ja auch nicht hinstellen und sagen, wenn jeder aufhört, sein Obst und Gemüse im Supermarkt in Plastiktüten einzupacken und die Heizung im Winter nicht so doll aufzudrehen, dann klappt es, weil es natürlich naiv ist, weil es was mit Strukturen und Zusammenhängen zu tun hat. In einer Gemeinde, in einem Land, aber eben auch in einem globalen Kontext. Und so wie wir innerhalb einer Gesellschaft Ausgleiche schaffen und wie ich es ja eben versucht habe zu sagen, Anreize schaffen müssen, Sicherheiten geben müssen, Lebenslagen aufwerten müssen, gilt das global am Ende aus meiner Sicht ganz genauso. Ansonsten gibt es eine Abstimmung mit den Füßen.
Gut. Selene, du bist dran. Ja, danke schön. Danke, also Kevin ist als einziger noch so ein bisschen auf meine Frage vom Anfang eingegangen. Danke dafür. Allerdings habe ich das Gefühl, sie wurde so ein kleines bisschen umgedreht. Und zwar war ja, ging es bei mir weniger darum, jetzt zu sagen, boah, ihr seid schuld, böse, und irgendwie shifting the blame und so, sondern es ging eher darum, wie kann man Menschen aus dem globalen Süden mehr an der Konversation beteiligen. Denn das ist auch gerade, wenn es darum geht, irgendwelche Anreize zu schaffen, unglaublich wichtig. Und es gibt ja wiederholt die Kritik, dass es halt nicht stattfindet, dass die Konversation sich immer um so Themen dreht, die uns interessieren, klar. Aber wie schafft man es, dass wir uns vielleicht auch, dass wir halt auch einfach ein bisschen mehr zuhören, gerade bei denen, die eben am stärksten betroffen sind? Und wie schaffen wir es, diese Menschen auch in Entscheidungsprozesse einzubinden? Denn ich glaube, sie haben schon einiges davon, oder denen liegt schon einiges daran, da mit Entscheidungen zu treffen, die klimafreundlich sind, im globalen Kontext, wenn sie gerade dabei sind, ihr Zuhause zu verlieren oder ähnliches. Ich würde außerdem noch mal ganz gern kurz anmerken, dass vielleicht auch diese Frage so ein kleines bisschen dazu verleitet, soziale Themen und Klimaschutz als etwas Getrenntes zu sehen oder als etwas, was man irgendwie ja so halbieren kann. Wenn es das eine nicht gäbe, dann gibt es immer noch das andere und so, aber die Klimakatastrophe gibt es in der Art und Weise ja auch eigentlich nur aufgrund von verschiedenen Unterdrückungsverhältnissen. Also die ganze Geschichte der Kohleindustrie ist ja auch eine koloniale Geschichte und dadurch, also das wurde ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, die globalen Länder haben die Länder im globalen Norden haben ja viel ihren Wohlstand durch Kohle und so aufgebaut. Das heißt, das sind ja Zusammenhänge, die nicht so wirklich ganz voneinander zu trennen sind und deswegen glaube ich auch nie so ganz getrennt beachtet werden können. Deswegen finde ich auch, dass gerade dieses Thema auch in den vorherigen Fragen trotzdem super hätte angesprochen werden können, aber ich verstehe natürlich auch jetzt, wie es dazu kam. Im Endeffekt ist dieser Aspekt nicht nice to have, sondern etwas Grundsätzliches, um auch Lösungsansätze zu finden, die gesamtheitlich sind, würde ich jetzt sagen. Ist jetzt, glaube ich, meine Zeit zu Ende. Und ich danke, dass ich dabei sein durfte. Danke, dass ihr darüber geredet habt. Und bis dann. Danke, Celine. Ciao. Bis später. So, Ricky, du bist dran. Ja, ich würde darauf mal versuchen, kurz einzugehen aus unserer europäischen Perspektive sozusagen. Das heißt, wir sind ja eine paneuropäische Organisation, transnational aktiv. Und ich finde diese Frage einfach alleine im europäischen Kontext so schwierig, wie man auf einen Nenner kommen kann, wie man Gesellschaften auf einen Nenner bringen kann, dass mir aus meinem wirklich 24/7 Arbeits- und Umgangsleben in dieser Organisation einfach wirklich auffällt, dass es kann nur über Kommunikation und Information laufen. Das heißt, es müsste wahrscheinlich einfach eine Form des digitalen globalen Netzwerkes geben, in dem man sich wahnsinnig intensiv dazu austauscht, miteinander gemeinsam in Kontakt tritt, auch wirklich als Personen miteinander in Kontakt tritt und das nicht nur die Politikerinnen und Politiker machen zu lassen. Aber ich sehe einfach, wie wahnsinnig schwierig es ist, alleine europäisch auf Nenner zu kommen, sei das Atomkraftvorgehensweisen, sei das andere Fragen. Und deswegen erscheint mir das als so eine utopische Frage, ich habe darauf tatsächlich keine Antwort, wie wir am idealsten den globalen Süden in dieser ganzen Debatte einbinden könnten, weil ich mir denke, lasst uns erstmal vor der eigenen Haustür kehren sozusagen. Lasst uns so viel machen, wie wir selbst machen können hier gerade und im Idealfall sorgen wir dafür, dass wir das meiste getan haben, um diese 1,5 Grad zu wuppen. Gut. Kevin, du kannst bis 21.55 Uhr, dann musst du gleich los auf Tour wieder. Ja, genau. Sonst gibt es noch Leute, die mit dem Fishbowl irgendwie noch reinspringen wollen.
Das wäre cool, wenn wir da noch ein paar Leute hätten. Oder es gibt von euch jetzt direkt noch ein paar Meldungen dazu, weil wir haben auch noch andere Fragen dazu, ein paar kleinere Fragen. Genau. Ja, ich hätte noch eine Meldung. Und zwar, ich sehe das auch als ziemlich problematisch, Menschen aus dem globalen Süden ins politische System zu integrieren. Da fällt mir auf die Schnelle auch nichts an. Aber ich denke, dass man das auch auf einem ökonomischen Weg machen könnte, indem man quasi die Wirtschaft demokratisiert. Das, was Annette schon am Anfang mit angesprochen hat. Das heißt, also was ich auch im Kleinen ganz stark sehe, ist, ich habe ein Problem damit, wenn zum Beispiel ein Button Fairtrade drauf ist. Weil für mich ist es einfach ein Selbstverständnis. Alles sollte Fairtrade sein. Hallo, wer sind wir, dass wir Produkte kaufen, die nicht Fairtrade sind und damit okay sind? Das heißt ja, dass da irgendwo Ausbeutung drin steckt. Ja, und das, also sowas zu verhindern, gilt es ja auch einfach auf ökonomische Prozesse, dass die Leute mitbestimmen, die das mit herstellen, die das mit produzieren. Und im Ökonomischen sind wir auch global super stark vernetzt und also im Politischen treffen sich ja eher dann die Spitzen oder die Chefs dann von den Regierungen und weniger jetzt die Bevölkerung untereinander. Deswegen denke ich auch eher, dass man das auf eine politische Zusammenarbeit, auf eine demokratische wirtschaftliche Zusammenarbeit runterbrechen könnte vielleicht. Kevin. Ich glaube, wovon man sich, wenn man denn dahin neigt, ganz schnell verabschieden muss, sind alle Gedanken, die so einen neokolonialistischen Anstrich haben, im Sinne von, wir erklären jetzt mal dem Rest der Welt, wie das funktioniert mit dem guten Wirtschaften, aka macht das mal so ähnlich wie wir, nur mit weniger CO2-Ausstoß am Ende. Das wird so nicht funktionieren und das ist so natürlich auch nicht sinnvoll, hat jetzt auch niemand vorgeschlagen. Ich versuche es jetzt mal von beiden Seiten einzukreisen, wo man ankommen kann. Was doch erstmal wichtig ist in der Welt, in der wir leben, ist natürlich materielle Teilhabe. Also die Grundlage dafür, mit den Volkswirtschaften vor Ort, ob auf dem afrikanischen, dem südamerikanischen Kontinent oder in Südostasien was anderes zu machen, ist, über materielle Bedingungen zu verfügen, mit denen man überhaupt erstmal Entscheidungshoheiten hat, wo man sagen kann, was fördere ich, was wird bei uns erforscht, wie kann ich jungen Menschen dabei helfen, ihren Weg machen zu können und nicht qua Geburt in einem bestimmten Elend, sortiert nach Graustufen, aufwachsen zu müssen. So, und da haben, also wer hat die Möglichkeit, solche materiellen Bedingungen zu schaffen? Naja, diejenigen, die über die materiellen Güter in dieser Welt im Moment verfügen. Das heißt für uns, das sind ja auch keine neuen Diskussionen, über nicht nur darüber zu diskutieren, wie man zum Beispiel zu einer globalen Digitalsteuer kommt, sondern jetzt tatsächlich dann auch bald mal Konzepte durchzusetzen, wird ja auf Ebene der OECD drüber gesprochen. Ja, muss man ja mal dazu sagen, bei Steuer denken alle an Staatseinnahmen. Dahinter steckt ja ein Modell, was einem Land wie Deutschland unterm Strich eigentlich gar nicht mehr geben würde, weil es eine Steuer ist, die sehr stark darauf ausgerichtet ist, die Ursprungsländer der Wertschöpfung, dort, wo die Rohstoffe beispielsweise herkommen, die zu stärken im Rahmen der Verwertungs- und Produktionsprozesse, ja, von denen die nämlich im Moment nicht sehen, weil nur Bruchstücke, ihr kennt das vielleicht von Textilien oder so, des Verkaufserlöses am Ende der Kette tatsächlich bei denjenigen ankommen, die ganz am Anfang den Großteil der Arbeit geleistet haben. Dazu gehört auch das ein ganz konkretes Thema aktuell in der deutschen Bundesregierung, ein Lieferkettengesetz. Ein Gesetz, was mindestens mal größere Unternehmen dazu verpflichtet, dass sie sich darum kümmern müssen, wo ihre Produkte eigentlich herkommen. Und zwar sowohl die Zwischenprodukte und Zulieferprodukte zur Weiterverarbeitung als auch die Rohstoffe. Niemand muss Sherlock Holmes losschicken, um irgendwo 5000 Kilometer entfernt zu gucken, wie ein bestimmtes Eisenerz abgebaut wird. Aber mindestens mal dann, wenn schon Erkenntnisse von Menschenrechtsorganisationen vorliegen, dass beispielsweise in Kobaltminen oder ähnlichem Kinderarbeit systematisch über Jahrzehnte eingesetzt wird, dann macht sich ein Unternehmen mitschuldig, was trotzdem von dort weiterhin diese sehr günstigen Rohstoffe bezieht. Das heißt, sie sind dann verpflichtet, das zu unterlassen oder eben diejenigen, die ihnen diese Rohstoffe verkaufen, dazu zu zwingen, unter anderen Produktionsbedingungen und unter Einhaltung von Normen, die es ja häufig schon gibt, auch im internationalen Raum, zukünftig zu produzieren. Es gibt
internationale Vereinbarungen bei den Vereinten Nationen. Es gibt die ILO-Kernarbeitsnormen zum Beispiel von der International Labour Organization, wo festgelegt ist, was sind Mindeststandards für Arbeit in unserer Welt, die eigentlich niemand unterschreiten darf. Es gibt eine Kinderrechtskonvention, die fast alle unterschrieben haben, wo klar drin geregelt ist, Kinderarbeit No-Go, ist auch sanktionierbar am Ende und so weiter. Es muss nicht immer das Rad neu erfunden werden, sondern es geht darum, Anreize und andersrum dann natürlich auch Sanktionen dafür zu schaffen, wenn diese Regeln systematisch unterwandert werden. Und dafür muss Geld, darum geht es erstmal, in Bewegung gesetzt werden innerhalb eines globalen Kreislaufes, ja. Genau. Anne, du kannst in den Chat einfach ein Sternchen reinschreiben, wenn du was sagen willst oder dich einfach melden. Genau. Ja, schieß los. Soll ich mich noch schnell vorstellen und könnte mich irgendwie verstehen? Ja, genau. Cool. Also ich bin Anne, ich bin auch von den Students for Future, jetzt in der Ortsgruppe Aachen unterwegs, vorher in Leipzig und ich komme auch aus Leipzig. Und ich bin gerade auf Heimatbesuch und habe halt festgestellt, wie unterschiedlich doch so die Ansichten auf Klimakrise und Möglichkeiten beim Handeln sind, alleine innerhalb von Deutschland. Und da gibt es global ja wahrscheinlich noch viel, viel größere Unterschiede und natürlich auch noch viel, viel unterschiedlichere Systeme, in denen die Menschen leben, als jetzt vielleicht der Unterschied zwischen DDR und BRD war, obwohl der schon gigantisch groß war. Und da ist halt meine Frage an euch, welche Probleme seht ihr da irgendwie noch auf die Klimabewegung zukommen? Und wie weit werdet ihr persönlich bereit, mit den Leuten zu verhandeln in unterschiedlichen Situationen? Gut, also ich glaube, die Frage, wie weit werdet ihr bereit zu verhandeln, geht natürlich ein bisschen an unsere Politiker hier und das auf die Klimabewegung zukommen, glaube ich, würde ich vielleicht die Lola direkt mal fragen, weil die auch mit drin steckt. Ja, ich glaube, was auf uns jetzt zukommt, ist tatsächlich einfach, ob wir weiterhin gehört werden, frage ich mich. Das ist, passt auch wieder zur Streikfrage, weil wir werden ja im Diskurs ernst genommen, also Fridays for Future, weil wir uns auf Wissenschaft stützen, weil wir einfach ein berechtigtes Anliegen haben. Und die Frage ist, wie lange werden wir noch laut sein? Oder werden wir, also wie lange wird noch über uns berichtet? Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Debatte einfach irgendwann viele langweilt. Und also das heißt, ich sehe da echt die Frage, wie kann man da die Fahne hochhalten und sagen, hey, mit keinem Tag wird das Thema weniger relevant. Und mit keinem Tag muss da weniger getan werden. Das heißt, wie bringt man da immer wieder neue Impulse rein, um das einfach immer wieder zu bespielen, neue Aspekte. Und ich glaube, da müssen wir einfach mehr Bündnisse auch schaffen, eben dann auch mit anderen Fragen, wie zum Beispiel mit der Black Lives Matter-Bewegung, weil einfach der Zusammenhang einfach für uns jetzt glasklar auf der Hand liegt, wo wir auch über globale Gerechtigkeit diskutieren, aber für viele einfach das noch nicht besteht. Also ich denke einfach, ja, diese Diskursfrage ist das eine und das andere, dass man ja wirklich erstmal bisher noch nicht ins Handeln kommt. Und ich denke, dass auch andere Krisen weiter das Thema wieder überlappen könnten. Wofür ich auch Angst habe, ist auch so ein weiterer Rechtsruck tatsächlich. Das geht wieder einher mit dem, wo ich am meisten Angst habe vor der Klimakrise, sind ja diese sozialen Konflikte. Und das würde uns ja dann auch erstmal wieder direkt betreffen, wenn ja unsere Demokratie wieder gefährdet ist oder Rechtsradikale irgendwie im Bundestag sitzen und das nicht wenige. Also ich glaube, das ist auch eine Gefahr, der, ja, wo wir uns darauf vorbereiten könnten, vielleicht am Diskurs auch wieder stärker zu sein. Gut, dann ist Annette dran. Mir fällt es jetzt relativ schwer, stringent zu bleiben, weil mir auch relativ vieles jetzt durch den Kopf geht. Mir ist eingefallen bei den Verhandlungen, ich würde unheimlich gern mit den anderen Menschen in der Welt darüber verhandeln, was ich von ihnen als Rohstoffe oder Vorprodukte brauche und was sie vielleicht dafür bekommen. Aber im Moment habe ich ja die Möglichkeit überhaupt nicht. Im Moment macht das die Wirtschaft und da werden halt Regelungen geschaffen, gegen die dann kaum noch vorzugehen ist. Und das verweist
aus meiner Sicht dann wieder nur darauf, dass vielleicht solche Bewegungen wie jetzt Fridays for Future, es wird wahrscheinlich wie immer sein, einige werden irgendwo in die Politik gehen und mehr oder weniger radikal weiter ihre Forderungen vertreten. Es wird dann andere Absprengsel geben, die grundsätzlich radikaler werden in Forderungen und in Handlungen. Das war bisher in jeder Bewegung so. Aber was wichtig ist, ist, glaube ich, die begonnenen Lernprozesse weiterzuführen, also in Lernschleifen immer wieder zu gehen. Also gerade was jetzt an Vorträgen in der Public Climate School läuft, finde ich unwahrscheinlich gut. Und ich würde mich zum Beispiel, ich habe bei solchen Dingen immer den Vorschlag, wartet nicht, bis im Jahr wieder so eine Public Climate School ist und dann halten wieder irgendwelche Leute Vorträge, sondern arbeitet in der Zeit zwischendurch in Arbeitsgruppen, bildet euch in der Gruppe weiter und berichtet das nächste Mal als Arbeitsgruppe von euren Erkenntnissen. So in der Art, weil da passiert mehr. Ne? Und was mir zum Beispiel noch aufgefallen ist, Fridays for Future hat sich von Wissenschaftlern zuarbeiten lassen. Ich glaube, da ging es vorwiegend um Energie, also oder insgesamt ein Konzept, wie eben rechtzeitig CO2 oder insgesamt Nettoemissionen runtergefahren werden. Da steckt zum Beispiel drin, dass dort ein ganz großer Anteil an Energie importiert wird. Und dann geht das System auf. Und damit wird dann gesagt, dass das ist, wir haben von Wissenschaftlern nachweisen lassen, es geht. So, aber es ist nicht darüber nachgedacht worden, wo die Energie denn herkommt. Das war die Lücke, die wir selber mit erneuerbaren Energien nicht hinkriegen, wenn wir wirklich fossile ersetzen wollen, mit der jetzigen Verbrauchslogik. Da war dann, glaube ich, schon ein bisschen eingerechnet, dass auch der Energieverbrauch runtergeht. Aber wenn man eben sagt, dass man vielleicht nicht deutschlandweit, aber wenigstens europaweit eine Selbstversorgung von Energie haben will und nicht unbedingt in die Wüste noch große Solarkollektoren stellen muss und darüber überhaupt erst verhandeln muss, sondern sagt, bestimmte Dinge, die technisch und sachlich autark gehen, da bleiben wir bei unseren Ressourcen und greifen gar nicht in unseren Konzepten überhaupt erst auf das der anderen zu. Dann hat man eine ganz andere Gesprächsbasis und wird nicht schon wieder selber in seinen Konzepten eigentlich implizit neokolonialistisch. Will ich jetzt dem Konzept nicht ganz vorwerfen, aber ich habe bisher alle diese Konzepte, wo irgendwie drinsteht, es ist ja noch zu schaffen, so eine Lücke gefunden, wo irgendwo was von außen reingezogen wird, damit es zahlenmäßig irgendwo aufgeht. Gut. Danke, Annette. Wir machen um 21.55 Uhr, also in 4 Minuten Schluss. Genau, davor würde ich noch eine Abmoderation machen und mich bei allen Leuten bedanken. Friederike, du hast dich noch gemeldet. Und Lola auch, vielleicht könnt ihr eure Punkte noch ganz kurz halten, damit wir uns noch verabschieden können. Ja, Friederike. Das kriegen wir hin. Genau, zu dem Punkt der Verhandlungen. Also was wir ganz grundsätzlich machen, ist tatsächlich unserer Programmatik zu entnehmen. Wir nennen das Listening Tours. Das heißt, wir gehen auf die Straße und befragen Leute. Momentan machen wir das digital, indem wir QR-Codes in die Gegend halten, die Leute scannen die und dann werden Umfragen fröhlich ausgefüllt. Das heißt, es ist häufig Grundlage für unsere Programmatik. Ganz wichtiger Aspekt an der Stelle, wirklich einfach ein breites Meinungsbild einzuholen und was wir machen, ist ja einfach wahnsinnig wichtig, sich in Expertinnengespräche zu begeben. Da kann man natürlich auch immer debattieren, was dann Expertin, Experte sein soll, aber genau mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zum Beispiel an der Stelle zu sprechen, halten wir für wahnsinnig relevant. Annette, du sprachst das gerade schon an, da hat es bei mir Ping gemacht. Ich glaube tatsächlich auch ich glaube, das war die erste Frage. Hinsichtlich der Radikalität, da wird eine ganze Menge passieren. Und ich beobachte das doch schon ein bisschen zitternd sozusagen, weil ich nicht glaube, dass es dem Diskurs gut tut. Je radikaler er wird, desto ungünstiger wird sozusagen von den Gesprächsverhältnissen her. Das ist meine Position dazu. Das heißt, ich glaube, das ist was sich verstärken wird. Ja. Gut, Lola? Genau, ich wollte nochmal nur darauf hinweisen, dass auch wenn man jetzt vielleicht denkt, weil das Annette meinte, dass wir ja auch in AGs weiterarbeiten, ich glaube, wir sind bei Fridays for Future auch inhaltlich tatsächlich ganz gut aufgestellt und machen auch viele Arbeit, die nicht so sichtbar ist. Wir haben auch Gespräche mit Abgeordneten und machen Lobbyarbeit. Also das heißt, nur weil wir nicht auf der Straße sind, heißt nicht, dass wir weg sind, sondern wir sind nur woanders. Also diese Millionen Menschen und Tausenden, die wir mobilisiert haben, die sind jetzt vielleicht
vielleicht nicht mehr auf der Straße, aber die sind deswegen nicht weg vom Fenster. Wir haben immer noch quasi diese Sinneskrise. Wir wollen immer noch zu einer besseren Gesellschaft beitragen und jeder findet seinen Platz und wir sind einfach immer noch ja, präsent. Und ich finde, man sollte sich jetzt auch nicht schämen dafür, dass man denkt, oh, wir sind so privilegiert, sondern wir müssen einfach dann unsere privilegierte Position nutzen und uns dann einbringen. Und das versuchen wir einfach an verschiedenen Stellen dann auch zu tun. Gut, dann würde ich das Ganze jetzt beenden und noch ein Abschlussstatement von euch allen haben und genau, würde damit rückwärts anfangen, wie bei der Vorstellung und vielleicht mit Anne anfangen, also mit Anne Podbielski. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier in der Abmoderation genau mache. Vielleicht sage ich einfach mal kurz, dass ich mir wünsche, dass wir alle Aspekte der Klimakrise mit einbinden, wenn wir die lösen wollen. Das würde ich so allen mit auf den Weg mitgeben. Gut, dann Kevin. Ich bedanke mich erstmal für die Möglichkeit, mitdiskutiert zu haben und bei allen, egal ob sie jetzt mit hier gesprochen oder uns zugehört haben, die überhaupt Verantwortung übernehmen, indem sie sich engagieren. Und wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann wäre das für jeden Appell, der an andere gerichtet wird, zu handeln, etwas zu tun, zu verhandeln, alles richtig, immer auch einmal das Gespräch mit einer Person zu suchen, die noch sehr skeptisch ist und noch überzeugt werden muss und damit was zu diesem Diskurs beizutragen. Das ist mindestens genauso wichtig. Ja. Dann Friederike. Meinerseits ein großes Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich fand es eine wahnsinnig interessante Runde, sehr bereichernd. Finde es fantastisch, was ihr hier organisiert und bleibt aktiv. Annette. Ja, bei mir hat sich wieder die Erfahrung bestätigt. Also ich bin eigentlich die, die immer am offensten über die Verzweiflung spricht, darüber, dass ich eben sehe, dass vieles schon zu spät ist und was das bedeutet. Und gleichzeitig kann ich allen sagen, denen es zeitweise auch so geht oder die andere Leute kennen, denen es so geht, sich jetzt zu engagieren und solche Gespräche mit euch zu haben, ist genau das Gegenmittel dafür. Das ist einem dann ohne dass man dann die Lage rosarot sieht, aber das ist das Einzige, womit man damit dann auch gut leben kann. Gut. Danke. Lola. Mir fällt es ein bisschen schwer, auch nochmal Schlussworte zu sagen, aber ich möchte einfach nochmal für andere Aktivistinnen auch sprechen und ich würde nochmal liebe Grüße senden und ganz viel Liebe und ganz viel Kraft, weil man auch das Gefühl hat, dass sehr viel Verantwortung und Last auf den Schultern lastet, jetzt eben von jungen Menschen und man soll nicht mit dem Finger auf andere zeigen und man soll eher Mehrheiten eben schaffen und aber ich glaube, wir sind gerade an dem Punkt, wo, also ich zumindest weiß nicht, wie ich meinen Einfluss noch vergrößern kann. Das, also im Privaten, Persönlichen schon gar nicht. Ich habe meinen Lebensstil komplett gewandelt und bin politisch aktiv, weil ich da quasi nicht mehr weiterkomme. Und deswegen finde ich, es ist einfach Zeit, dass wir aufhören, Ausreden zu suchen und die Schuld bei anderen zu suchen, sondern natürlich selbst anpacken, aber auch nicht denken, dass wir das alleine machen müssen, sondern es sind natürlich alle gefragt. Dann ich als Moderation, genau, würde mich nochmal bedanken bei allen, die hier dran teilgenommen haben und auch alle, die das organisiert haben. Also danke Lola, Annette, Friederike, Kevin und Anne und sonst, die davor noch bei der Fischbowl dabei waren. Es ist total cool, mit Leuten zu sprechen, die aus so verschiedenen Orten kommen und so verschiedene Perspektiven haben und auch andere Erfahrungen haben, nur als wir Klimaaktivisten, die schon aus der Politik kommen, die mehr Lebenserfahrung haben, wie zum Beispiel Annette oder Friederike, die ein bisschen international mit Volt Europa und der Kevin, der auch mit bei der SPD bestimmt viel Erfahrung hat mit der Kommunikation nach außen hin, genau, und die uns da viel Input geben können und auch viel erklären können. Deswegen fand ich das super schön, dass wir alle hier uns getroffen haben. Genau, das ist recht kurzfristig organisiert worden und es ist natürlich toll, dass wir das geschafft haben. Genau, und dann würde ich genau nochmal fragen, dass wir alle nochmal in die Kamera winken zum Abschluss. Und genau, also, ciao.